Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zur vierten Folge unseres Podcasts, dem Red Potion Casts. Wir werden heute reden über Sekiro, Google Stadia kommt auch irgendwie mit rein und The Division 2 wird ein bisschen angeschnitten. Es wird um sehr viel Sekiro gehen. Spontan habe ich überlegt, wir werden über alles reden. Zwischenzeitlich habe ich gedacht, wenn man so bis zum dritten Boss redet, kann quasi jeder zuhören. Aber ich denke mir jetzt, scheißegal, es sind genug Wochen rum. Ich werde einen Timestamp irgendwo in irgendwelche Kommentare schreiben oder so. Ist natürlich jetzt kacke für Leute, die das auf iTunes hören oder so. Die können das da nicht sehen. Aber dass ihr den Sekiro-Part quasi überspringen könnt. Mit dabei oder wer überhaupt dabei ist. Bin ich, Tim, dann Nakia Hey, und Sören. hallo. Und jetzt ist, glaube ich, der Part, wo ich auf den Knopf drücke, dass das Intro losgeht. Also mache ich das. Repulsion Cast, you chilling with the crew. You know how we do, yeah, we do a thing. Talking about the gangs and the movies, yeah, yeah. We about all that geek stuff. You know we still got that credibility. Yeah, I'm talking about the streets, 'cause you know we be the battle run, holding it down. Yeah, you know we wear the crown. Did you catch us on the throne? Yeah, we ain't never alone. No, ooh, we gon' roll up on you, 'cause we heated you with the newest project. We gon' tell you what it is. This the podcast, Red Potion Case. In case you didn't know, we forever last. We know there's thousands of other podcasts like ours, and we don't know why you should listen to. So, wir sind wieder da. Let's be real. Ich habe keine Ahnung, wie man guten Übergang hier auf Twitch macht, aber das wird schon gut aussehen, bestimmt. Ich bin mir sicher, die Leute freuen sich genauso über das Intro jedes Mal wie wir. Ja, Nakia, Sekiro, ne? Kam raus. War ein Videospiel. Ist immer noch Ja, ein Videospiel. gut, damit wäre alles gesagt. Soll ich anfangen oder willst du anfangen? Ja, fang du an. Ich muss hier eine Karte wählen. Ne, erstmal muss man dazu sagen, also ich habe mich selten so auf ein Spiel gefreut wie auf Sekiro. Das kann man bei mir daran erkennen, ich habe nicht eine Woche drauf gewartet, um 7 € oder so zu sparen, sondern habe mir das Spiel direkt zum Release diesmal gekauft gehabt, dann auch noch später teurer, als ich es vorbestellt hatte, da das Unternehmen, wo ich es vorbestellt hatte, mir mitgeteilt hat, dass sie erst in 7 bis 8 Tagen ausliefern können, dementsprechend kurzzeitig abbestellt und neu bestellt für mehr Geld. Aber es hat sich meiner Auffassung nach echt gelohnt. Jetzt muss man dazu sagen, ich bin großer From Software-Fan und ich habe ein gutes Spiel erwartet. Aber der Punkt, warum mich das Spiel von Anfang an sehr gereizt hat, ist die Tatsache, dass ich dazu neige, in Videospielen mehr zu blocken als zu ausweichen. Und deswegen war das ein verdammter Traum für mich. Ein Spiel, dessen ganze Mechanik im Kampf dazu nahezu darauf ausgelegt wurde, dass du blockst, dass du counterst und nicht, dass du ausweichst. Denn Ausweichen wird diesmal massiv bestraft. Und das, ja. Und das ganze Kampfsystem im Endeffekt basiert genau darauf, dass die Leute, die die ehemaligen From Software-Titel gespielt haben, meistens sich erstmal umgewöhnen mussten, dass sie nicht alles ausweichen dürfen, weil die Gegner diesmal viel besser darin sind, zu reagieren auf Ausweichen und auch einfach fähig sind, je nachdem, was für Waffenarten sie haben. Gerade Schwerter und Speere kommen sehr häufig vor in Sekiro, dazu neigen, dich gut zu tracen, wenn du ausweichst, so dass du trotzdem noch getroffen wirst, Das ist sehr aus was auch nett immer. formuliert dafür, dass die Viecher im Endeffekt Homing-Missiles in ihren Waffen eingebaut Ja, haben und richtig. wirklich dir folgen, sodass Ausweichen im echten Leben dir weitergeholfen hätte, aber in diesem Spiel die falsche Entscheidung war, die das Spiel nicht von dir möchte und deswegen du einfach trotzdem getroffen wirst. Weil jeder kleinste Trash-Mob fucking Hellseher ist und sofort weiß, wo du hinspringst. Naja, wie gesagt, dadurch, dass ich eh immer schon dazu geneigt habe, mehr zu blocken, war das super für mich. Und dementsprechend
ist das auch so das, was man grundsätzlich zu dem Spiel schon mal sagen kann, bevor man anfängt. Man muss sich erstmal daran gewöhnen, zu blocken oder halt, wenn man blocken sowieso mag, spielt es einem in die Karten, einfach nur zum Teil rumzustehen oder vor dem Gegner zu stehen und fähig zu sein, seine Angriffe zu parieren oder halt einfach durchgehen zu blocken, je nach Situation halt. Und nicht zu versuchen, ihn zu umlaufen, rumzuspringen, auszuweichen und sonstiges. Aber gut. Ja, da ist der Punkt, wo wo viele Leute dann gesagt haben, es macht eigentlich nichts aus, ob du vorher schon mal irgendwelche From-Software-Spiele gespielt hast oder nicht, weil die Leute müssen sich umgewöhnen und du musst halt einfach nur so neu lernen, was das Spiel überhaupt von dir möchte. Genau, und da war auch sozusagen so eine kleine Vergleichslinie zu Nioh. Bei Nioh muss man dazu sagen, bei Nioh hat er sich oft angeboten, also wer Nioh nicht kennt, Nioh war dieses Dark Souls oder halt Soulsborne ähnliches Spiel von, ich glaube, Tecmo Koei war das? Das ist nicht Koei Tecmo? Ja, aber das Unternehmen. Ja, von Team Ninja, welches sehr ähnlich war, nämlich, aber dort hat es sich immer mehr angeboten, auch zu blocken oder zu parieren, aber du konntest nun mal dort auch ausweichen. Der große Unterschied dort war, es gab da drei Stands, sozusagen, dass du low parieren konntest, du konntest in der Mitte parieren oder du konntest hoch parieren und dementsprechend musstest du dich auf die Angriffe des Gegners halt anpassen, beziehungsweise musstest halt deine Stand anpassen. Hier gibt's sowas halt nicht und dementsprechend ist es meiner Auffassung nach in der Hinsicht einfacher gewesen, dadurch, dass du halt mehr oder weniger eine Taste drücken musst zum Parieren oder sie gedrückt halten musst zum Blocken. Und es gibt halt manche Angriffe, die kannst du nicht einfach blocken oder parieren. Und darauf musst du dann halt reagieren. Entweder mit einem Sprung, mit einer Ausweichbewegung, mit einem perfekten Parry, welcher sich später durch einen anderen Skill auflöst. Wie ist der Mikiri-Counter? Der Mikiri-Counter, ja. Genau, Mikiri-Counter. Das ist sozusagen, wenn der Gegner thrustet. Wenn er dir einen Speer, gerade Speergegner machen das sehr häufig, dir direkt entgegenhaut, dann konntest du sozusagen auf diesen Speer treten und ihn dann damit perfekt parieren. Wichtig ist halt wirklich in dem Spiel auch zu wissen, wann wer was möchte. Das ist nicht so klar ersichtlich. Weißt du, in den Soulsborne-Spielen hattest du immer, okay, der Gegner greift an, jetzt muss ich ja mein defensives Dings machen. Entweder so eine sicke Rolle oder wenn du mit dem Schild spielst, ein Schild. In dem Spiel ist es halt so, okay, der Gegner greift an, es ist einer, den ich nicht blocken kann, das wird dir angezeigt mit einem Zeichen und dann musst du gucken, okay, macht er diesen Thrust, dann eben den Mikiri-Counter, macht er so einen Schwinger, dann musst du drüber springen und das dritte war ein Grab, dem konntest du nur ausweichen, aber Grab wird später im Spiel immer weniger. Ja, genau. Und dementsprechend, ich glaube, die Kanjis zeigen sogar an, was es ist. Also das ist also dieses japanische Schriftzeichen halt darüber, über das Zeichen, was es ist. Aber ich habe da nie drauf geachtet. Also ich hätte auch keinen Unterschied erkannt, welche der drei Möglichkeiten er jetzt gerade macht. Also sozusagen, wenn so ein rotes japanisches Zeichen über die Köpfe der Gegner aufgetaucht hat, wisst ihr immer in dem Moment, ey, ihr könnt das jetzt nicht einfach blocken, ihr müsst irgendwas machen. Und dementsprechend zeigt euch das Spiel eigentlich relativ gut, was passiert, aber ihr müsst trotzdem die Patterns lernen, weil, wie gesagt, wenn ein Gegner drei oder vier verschiedene dieser unparierbaren Attacken hat, müsst ihr halt von ausgehen, oder es ist sehr gut möglich, dass ihr prinzipiell immer das Falsche macht, gerade in dem Moment, und dann einfach getroffen werdet. Und diese Fähigkeiten neigen halt dazu, gerade sehr viel Schaden an euch auszurichten, aber wenn ihr sie gut pariert, wie zum Beispiel, er macht einen Schlag nach unten, ihr springt, dann könnt ihr halt zum Beispiel nochmal springen, dann tretet ihr dem Gegner sozusagen ins Gesicht, welches in dem Spiel halt der relevanteste Faktor ist, es gibt halt Poise. Wenn ihr diesen Poise-Balken von dem Gegner bricht, im Deutschen dann heißt Haltung, wollte ich nur Haltung einwerfen. Okay. Gut. Habt diesen Haltungsbalken, und wenn ihr diesen Haltungsbalken bricht, dann könnt ihr Trash-Mobs halt einfach finishen oder halt bei Boss-Gegnern zieht ihr eben dann sozusagen eine Lebensleiste ab. Manche Gegner oder halt viele Bosse haben halt mehr als eine Lebensleiste. Und dementsprechend ist das so der relevanteste Faktor, weil die meisten Gegner oder sehr viele Gegner besiegt ihr eher dadurch, dass ihr die Haltung bricht, als dass ihr ihm halt das ganze Leben abzieht. Und dementsprechend, wenn ihr fähig seid zu erkennen, wie ihr wann reagieren müsst, dass ihr zum Beispiel halt über Schwinger springen müsst oder dass ihr, wenn der Gegner euch den Speer entgegenhaut, dann diesen Mikiri-Counter macht und draufsteigt auf den Speer, dann macht ihr eben halt sehr viel Haltungsschaden und das hilft euch sozusagen auch die schwersten Kämpfe zu überwinden, wenn ihr dann
so weit seid, dass ihr die Gegner perfekt lesen könnt oder halt ausreichend lesen könnt. Und das hat das Spiel relativ interessant gemacht halt. Du hast diesen selben Faktor wie in den From-Software-Spielen schon prinzipiell immer, beziehungsweise halt in der Bloodborne oder Dark Souls-Reihe als solches, dass du halt weißt, die Gegner neigen dazu, sehr viel Schaden zu machen, du darfst nicht sehr viel abbekommen, nur halt diesmal die Tatsache, dass du halt kaum ausweichen kannst, beziehungsweise wenig Szenarien bekommst und dass du diesen Punkt hast, du musst anfangen, den Gegner zu lesen und darauf perfekt zu reagieren, weil sonst überstehst du die Kämpfe halt einfach nicht. Das Spiel wird sehr viel einfacher, wenn du das kannst. Ja? Also, was wollte ich sagen? Ich glaube, bei vielen ist das Problem gewesen, dass sie Angst haben, sich darauf einzulassen, weil einem viele Techniken nicht wirklich gut erklärt werden und man merkt, na gut, ausweichen geht ja irgendwie auch. Aber wenn man sich wirklich darauf einlässt und dann anfängt, irgendwelche Sachen, wirklich die richtigen, also die gewollten Gegenmaßnahmen zu ergreifen, dann wird es halt wirklich viel einfacher. Also einfach ist doch das richtige Wort, was ich sagen wollte. Ja, gerade ich empfinde gerade so die ersten Minibosse. Also es ist relativ schnell, trifft man auf Minibosse, die meiner Auffassung nach eher dazu neigen, ausweichen massiv zu bestrafen, als es parieren der Fall ist. Wie zum Beispiel ein gutes Beispiel meiner Auffassung nach ist so ein Miniboss, der heißt der Shinobi-Killer, glaube ich, war das. Und der neigt dazu halt auf alles, was man ausweichen macht, perfekt zu reagieren, weil er wirklich, wie Tim sagt, eine Homing Missile ist und mit seinem Speer schnell hinterhergeht. Während er halt nahezu einfach zu besiegen ist, wenn man fähig ist, den Mikiri-Counter einzusetzen, beziehungsweise einfach an sich zu parieren. Und damit kann man den relativ schnell einfach umhauen. Und dementsprechend, wie Tim schon sagt, wenn man ausweichen möchte, klappt das bis in gewissem Maße auch noch, aber man macht sich das Leben halt selbst sehr schwer. Und ich denke, wie Tim schon sagte, das ist das Problem von vielen Leuten gewesen, dass sie sich entweder nicht drauf eingelassen haben oder halt der Auffassung waren, es ist ein From-Software-Spiel. In den letzten From-Software-Spielen war das immer der Fall, dass Ausweichen sehr stark war. Ich mache das weiterhin. Ja. Das Problem mit der Sache ist, du sagst zwar, der eine Boss jetzt, ne, der möchte, dass du diesen Mikiri-Counter benutzt, das ist ja schön und gut. Ich glaube, da poppt sogar vorher noch dieses Fenster auf und sagt dir, ja, hey, genau, hier wäre das sinnvoll. Aber viele Leute, also es gibt quasi zwei Gebiete, wo du am Anfang hin könntest. Du kannst es eigentlich super weitläufig, Gatekeeper da, den musst du ja besiegen. Danach kannst du aber eigentlich weitläufig fast überall hin, wo du möchtest. Sprich, es gibt eben zwei Gebiete. In dem einen ist der Ogre, den man schon aus irgendwelchen Gameplay-Demos und so weiter kennt, quasi die erste große Hürde für viele gewesen. Und in der anderen eben der Mann mit dem Mikiri-Counter. Und wenn du gegen den Ogre kämpfst, das ist einer, der viele Grabs macht und der halt von dir möchte, dass du ausweichst. Und ich glaube, das fuckt auch viele Leute ab. Also, dass die dann denken, okay, bei dem war Ausweichen so ein Muss und das habe ich jetzt gelernt und jetzt weiche ich weiter aus. Da finde ich es halt relativ interessant beim Ogre, weil ich beim Ogre aber das Gefühl habe, die Leute verlieren, wenn sie sich auf eine Sache spezialisieren, weil der Ogre zwar dazu neigt, viel zu greifen und da klappt Ausweichen halt am besten, aber gleichzeitig, wenn er zum Beispiel so einen Dropkick macht, bringt Ausweichen halt gar nichts, weil er einfach lustigerweise erst einen Dropkick nach vorne macht und dann fliegt er auf einmal nach links rum und kickt dich trotzdem, während der Dropkick lustigerweise eine Thrust-Attacke ist, was ich relativ spät mitbekomme. Deswegen, das sind so Sachen, er hat halt einen Pattern, welches erlaubt hat, oder beziehungsweise welches erwartet, dass du verschieden reagierst. Und ist das relativ am Anfang des Spiels ist, kostet das wahrscheinlich viele Leben. Auch bei mir hat das sehr viele Leben gekostet, aber es lohnt sich halt darauf einzugehen, einfach die Tatsache, dass das später die Gegner zu großen Teilen alle erwarten, dass du halt sowohl ausweichst als auch parierst. Und je nachdem dann halt reagierst. Und dementsprechend fand ich das gut, dass sie am Anfang mehrere kleine Herausforderungen schon eingebaut haben, um den Leuten klarzumachen hier, was auf sie zukommt, beziehungsweise wie sie spielen sollten. Aber ich denke, das hat viele Leute auch echt frustriert, weil wenn ich zum Beispiel bei einem Freund von mir, wenn ich mir das mal angucke, der ist jetzt irgendwie um die 80 Mal an diesem Ogre gestorben, bevor er ihn dann umgebracht hat. Und
ich denke, es gibt auch viele Leute, die dann einfach sich sagen, ey, nee, ich spiele das nicht weiter. Gerade am Anfang schon. Das ist die falsche Einstellung, weil du hast schon Geld dafür ausgegeben. Ja. Jetzt kannst du das nicht spielen. Ja, aber das hält viele Leute nicht davon ab, ein Spiel einfach nicht weiterzuspielen. Das ist halt so, das Spiel ist halt wieder was anderes. Und dann so, ja, ein bisschen sauer. Und du kannst davon ausgehen, dass wir wahrscheinlich den nächsten Teil oder das nächste Spiel des Entwicklers nicht kaufen, weil sie halt einfach frustriert sind mit dem, wie das Spiel ja, sie behandelt hat. Jetzt kannst du sagen, okay, es ist eure Schuld, oder du kannst sagen, hey, ihr hättet das vielleicht anders regeln sollen. I don't know about that. Also. Naja, ist ja die große Debatte, auf die wir ja gleich noch kommen. Also, nee, wie? Kommen wir nicht mehr. Gibt willst keine du nicht? Debatte. Willst du keine Debatte? Doch, ganz kurz, Sören, nur um die Zuschauer aufzuklären, wie viel Sekiro hast du gespielt? Ungefähr 5 Minuten. Das ist mehr, als ich dachte. Wo kommen die 5 Minuten her? Ich hab so ein bisschen Family. Ich weiß nicht, bei wem irgendwer wie noch runtergelangt. Ich glaube bei Sinan. Achso. Dachte mir, guck mal ganz kurz die Grafik an. Bei Melf. Melf natürlich. Ich habe die VR-Version geladen von Sekiro. Die WhatsApp-Version. Die Friends and Family-Version. Da kommt so weder ein W noch ein A drin vor. Die Friends. Die Wanzer-Version. Also ich kenne alle Geheimnisse. Wo hab ich dich denn jetzt unterbrochen? Bei dem Schwierigkeitsgrad. Beim Ogre. Achso ja, die Sache ist halt, der Ogre, da geben dir der eher sogar noch außenrum die Leute andere Hinweise, außer dass du ausweichen musst. Dann sagen die ja so coole Sachen wie, Leute mit roten Augen haben Angst vor Feuer und ich bin farbenblind, aber selbst ich habe gesehen, dass dem seine Augen shiny leuchtend rot sind. Und da habe ich gemerkt, naja, ich habe ja gar nichts mit Feuer. Und bin erstmal in das andere Gebiet gegangen, was ich machen konnte. Und da habe ich dann was mit Feuer bekommen. Und dann wusste ich direkt, aha, merke ich mir für später. Captain Planet braucht das. Captain Planet, genau. Nee, aber das ist auch ein relativ interessanter Punkt. Weil du kannst halt Gegner belauschen. Gerade die Trash-Mobs kannst du häufiger belauschen. Und die geben dir dann Tipps zu ja, Gegnertypen oder zu Minibossen oder halt auch normalen Bossen. Aber irgendwann mitten im Spiel haben sie das aber weggelassen. Entweder liegt es einfach daran, weil diese Gegner-Typen, die kommen, einfach nicht mehr belauschbar sind, weil sie nicht reden oder halt sonstiges. Aber sie haben diesen Punkt einfach gänzlich weggelassen. Und dieser, wie soll man sagen, diese einzige Hilfestellung, die einem gegeben worden ist, mehr oder minder durch solche Tipps, haben sie dann weggelassen und man dachte sich, naja, gut. Entweder weißt du jetzt alles, oder sie waren einfach zum Ende hin, naja, faul, das nicht mehr mit einzubauen. Ich glaube, das Spiel hat dir alles gesagt, was es wusste. Ja, genau, alles, was es wusste. Wir haben dir alles mit auf den Weg gegeben, was du brauchst. Viel Glück. Ich meine, zum Teil haben sie das einfach echt nur noch so als Witz mitgemacht. So, weil irgendwann kannst du später ein einziges Mal, jetzt mal abgesehen von diesen wichtigen Story-Driven belauschen, kannst du halt so einen Mönch belauschen, der einfach rumsteht und der sagt einfach nur unnützen Shit. So, du kannst ihn halt 2-mal belauschen und er sagt nichts Nützliches. Der war für die Activision-Leute, die da drüber geguckt haben und die dann so, aber was ist mit Worldbuilding? Oder so, ah, schauen Sie, wir können NPCs belauschen und dann haben die dem nur diese eine Szene gezeigt. Das ist relativ spät im Spiel sogar. Und der so, sehr gut. Redet er auch über Geld, denn wir wollen hier Geld machen. Ja, tut er. Ein Traum. Genau das. Ja, aber gut, dann kommt man zum ersten richtigen Boss und ausweichen bringt dir nichts mehr. Also, du könntest einfach dauerhaft rumstehen. Und im richtigen Moment den richtigen gewünschten Knopf drücken. Richtig, genau. Und dann macht man den locker fertig. Und das ist auch relativ lustig, wenn man sich so vorstellt. Man muss sich das vorstellen, den kennt man auch aus dem ersten Trailer. Der erste Boss, also meiner Auffassung nach der erste Boss, der erste Boss sein sollte, weil wie gesagt, es gibt ja 2 Areale. Also halt wir, nochmal ganz kurz auch so dazwischen, es wird mit dem Wort Boss irgendwie sehr wild rumgeworfen. Wir, Nakio und ich, haben uns darauf geeinigt, dass es so Mini-Bosse gibt, die stehen quasi überall rum in dem ganzen Spiel,
im Arealen, die haben meistens so zwei von diesen Lebensleisten, die man runterhauen muss in dem Format, das Nakia schon mal angesprochen hat. Und es gibt große Bosse, das heißt, die storyrelevant sind, die irgendwie, wenn quasi alle die, die du umbringst und dann so eine Erinnerung droppen, mit der man Dings bekommt. Was ist es? Ja, also mehr Angriffskraft, genau. Halt im Endeffekt meistens ins Arealbosse, sozusagen, die dieses Areal als solches ganz beenden. Danach kommt dann meistens erstmal nichts mehr dort in der Weise. Erstmal ist ein guter Punkt. Und der große, da ist jedenfalls ein großer Mann auf dem Pferd und er ist der erste richtige Boss, den kennt man so aus den Trailern. Also man denkt sich halt so, oh wow, großes Areal. Es ist halt ein riesiges altes Schlachtfeld im Endeffekt. So, es ist noch überall Feuer und naja, Leichen liegen rum und Sachen sind kaputt gemacht worden. Und der Typ kommt dann da jetzt am Pferd und denkt sich, boah, riesen Areal, vielleicht geht hier was. Also im Endeffekt, ja, du könntest mit ihm rumlaufen, ja, man könnte hier groß sich bewegen, aber im Endeffekt ist das Beste, was du machst, du stehst rum, lässt den Typen auf sein Pferd durch die Gegend reiten und manchmal kommt er dann einfach zu dir und dann parierst du, er endet seine Schlagkombi, du schlägst ihn, du parierst, du schlägst ihn, dann reitet er wieder weg und dann kannst du auch manchmal einfach mit so einem Grappling-Hook, den du halt in diesem prosthetischen Arm hast, der halt überall auf der Verpackung ist und sozusagen das Spiel ausmacht als solches, ihm anspringen und dann wieder dasselbe Prinzip. Du parierst, du schlägst, du parierst, du schlägst. Ja, das finde ich voll nett. Das tut ja quasi das Rumstehen belohnen. Dadurch, dass wenn diese Reichweite zwischen dir und dem Boss groß genug ist, du diesen Hook-Angriff machen kannst. Ja. Richtig. Dementsprechend ist halt relativ lustig. Dazu kommt der Punkt, dass der Typ so langsam ist, weil, dazu sind wir noch nicht drauf eingegangen, natürlich kann nicht nur die Haltung der Gegner brechen, sondern auch deine Haltung kann brechen als Spieler, als Sekiros Haltung. Sprich, wenn du dauerhaft nur die Block-Taste gedrückt hältst und der Gegner schlägt dauerhaft auf dich ein, dann kann deine Haltung auch brechen und dann bist du halt für einen Moment verwundbar. Du kannst halt nichts tun und er könnte halt theoretisch einfach seine Schlagkombi auf dich niederlassen. Und dementsprechend musst du halt auch mal auf deinen Haltungsbalken achten. Das heißt, wenn du mehrfach nicht gut parierst oder halt mehrfach so parierst, dass du halt sagen, mein Gegner schlägt 10 Mal und du kannst nur 9 Mal parieren, bevor deine Haltung bricht, dann ja, bricht deine Haltung halt beim 9. Mal und das 10. Mal trifft dich der Schlag. Dementsprechend lohnt es sich, darauf zu achten, was dir das Spiel aber nicht erklärt, und das ist relativ witzig, dass wenn du die Block-Taste gedrückt hältst, dann geht deine Haltung schneller wieder nach unten. Also sprich, ich glaube, in Ladebildschirmtexten wird das erklärt. Also gelesen habe ich es auf jeden Fall mal im Spiel, das weiß ich. Aber ein NPC oder so sagt dir sowas nicht. Also, das wäre auch ein bisschen merkwürdig. So, deine Haltung geht runter, wenn du. Aber dann musst du den Block-Knopf drücken und so. Was ist dein Knopf? Nee, jedenfalls. Das bietet sich halt an und dementsprechend gerade später viele Bosse und Gegner als solches neigen halt dazu, gut damit zu spielen. Das heißt, du musst immer darauf deine Haltungsbalken achten. Aber jetzt zurück zu dem Boss auf seinem Pferd. Der gute Mann ist so langsam mit dem Schlagen, dass selbst wenn er deine Haltung bricht, der nächste Schlag, den er ansetzt, einfach erst kommt, wenn du wieder bereit bist, wieder zu blocken. Das macht die ganze Sache halt unglaublich einfach. Und dementsprechend kannst du einfach rumstehen und zugucken, wie der Typ auf dich zukommt. Und ihn dann vielleicht im 2., 3., 4. Try einfach umhauen, weil der Typ halt auch nicht viel macht, lustigerweise. Aber ich denke, der Witz bei ihm ist so, er ist relativ einfach, aber der Boss aus dem Alternativareal, also auch der Endboss dieses Areals dann und kein Miniboss als solches, neigte dazu, eine enorme Herausforderung für sehr viele Spieler und auch für mich zu sein. Und auch jetzt so von der Community her, als man jetzt verschiedene Umfragen gemacht hat, wer die schwersten Bosse sind, ist die auch immer so unter den Top 5 der schwersten Bosse gelistet. Weil sie gerade am Anfang... Madame Butterfly, wir können ja Namen sagen, wir haben doch gesagt, wir machen mit Spoilern, das ist doch scheißegal. Okay, gut. ja, ich glaube, da ist halt wirklich das Problem, so von der Tutorial-Kurve möchte das Spiel eigentlich gar nicht, dass du die zuerst machst, aber da gab es halt in dem Gebiet diese Feuergegenstände und so,
die du ja dann für den Ogre zum Beispiel sehr gut gebrauchen könntest. Und da so, wenn du dann schon mal da bist, denkst du dir, ja gut, dann laufe ich da halt weiter und dann kommst du irgendwann zu ihr und dann haut sie dir auf den Poppes. Aber ich finde auch die Transition relativ übel, so von dem Schwierigkeitsgrad her gegen diesen Gyobu Oniwa, das ist der Reiter, bis zu ihr. Also ich finde sie auf einem ganz anderen Level vergleichsweise, als es jetzt er ist. Aber witzig ist, jedem, mit dem ich mich jetzt besprochen habe, der gegen sie gekämpft hat, meinte immer, er hat einen ersten guten Try und ab dem zweiten wird es übler. Und auch als ich meinen Kumpel beobachtet habe, wie er gegen sie gekämpft hat, war das genau dasselbe. Im ersten Try hat sie relativ wenig gemacht, er hatte sie gut runter, ist dann aber dennoch gestorben und im zweiten hat er sie dann Fähigkeiten ausgepackt, die er im ersten gar nicht gesehen hat. So, ich weiß nicht, wie das kommt, aber es ist bei jedem bis jetzt, mit dem ich gesprochen habe, der Fall gewesen. Aber das muss, weiß ich nicht, woran es liegt. Ja. Im New Game Plus war es nicht so. Da ging die aber auch relativ leicht down. Also es ist wirklich so, wie ich glaube, also ich glaube, das, was ich gesagt habe, hat schon ein bisschen Wahrheit drin, dass diese Kurve, du, ja, wenn du bei der Frau ankommst, dann hast du das Spiel noch nicht verstanden. Ja, Das ist das Problem bei ihr. Und ansonsten, ja, die ist aber auch so von dem, was sie kann, natürlich herausfordernd als der Mann auf dem Pferd, der nur ein bisschen wild mit seinem großen Speer rumhaut. Und wenn du hinterm Pferd stehst, dann Mule-kickt dich das. Der Klassiker, der darf ja nicht fehlen. Ja, aber das war's dann auch. Und danach kommt dann ein brennender Ochse und der ist schwerer als der Boss. Fand ich nicht, aber gut. Also, der Typ macht halt auch nichts. Er läuft rum und du darfst nicht neben seinem Kopf stehen, weil sonst wirst du getroffen. Also, ja, aber es stört, dass der so rumläuft. Nee. Da bringt das, was du davor gelernt hast, dass du eigentlich auf einer Stelle rumstehen kannst, bringt plötzlich gar nichts mehr. Ja, aber vom Punkt her ist es ja genau dasselbe gewesen. Du hättest dem Dude ja auch einfach hinterherlaufen können. Aber der Unterschied ist, der Ochse bleibt halt nicht stehen. Der ist immer in Bewegung. Ja, dem Ochsen, dem musst du quasi hinterherlaufen. Ja, genau das. Das macht's einfacher. Aber den Ochsen haben die meisten Leute nicht mehr gesehen jetzt, wenn du man das nur im Stream guckt, denn der wird immer geskippt. Ja, in Speedruns. Speedruns, ja. Aber das ist ein Out-of-Bounds-Glitch, den machst du in einem normalen Run nicht. Könntest du aber. Weil du kommst nie wieder zurück. Wenn du so total panisch bist, nicht weißt, was du machen sollst, du dir YouTube-Tutorials anguckst und dann ist das einzige Tutorial, was du findest, wie man den in einem Speedrun skippt. Und du denkst dir so, das ist irgendwie komisch, dass die Entwickler das so wollten. Aber das macht Sinn, weil ich kann ihn nicht besiegen. Über einen Baum springen. Rauslaufen. Links und rechts von dir siehst du in die Welt rein, weil es halt out of bounds ist und du da nie sein solltest. Aber du akzeptierst es, denn du kannst den Mann nicht töten. Richtig, das ist das Einzige, was du machen kannst. Der kann normal nicht getötet werden. Das ist so einer von diesen unbesiegbaren Bossen. Ja. Das ist die Story Bilders, dass du von den Ochsen getötet wirst. Das hat Peter war da mit Aktionär. Die haben das so gewollt. Wir möchten, dass ein Tier groß und stark ist und den Menschen zeigt, was passiert, wenn man sie schlecht behandelt. Oh ja. Und das möchten wir zweimal. Würdest du von dem Sakura-Ochsen? Genau. Den habe ich erst im, als ich zum Schluss quasi alle Sachen abgeknabbert habe nach dem Endboss, die ich noch nicht gemacht habe, habe ich den per Zufall gesehen. Nice. Das heißt, dem hätte ich nie begegnen können, tun. Also sozusagen, der Ochse feiert nochmal ein Comeback, aber diesmal steht er einfach so out of bounds, so weit so weg. Gefühlt. Ja, dass du, also ich hatte ihn halt gesehen, weil du kannst den halt durch so eine, wenn du durch Ritzen hier in den Holzhütten guckst, siehst du den halt so rumlaufen, aber du würdest nie normal auf ihn treffen. Dementsprechend, du musstest schon extra dahin laufen und über so eine Häuserkette, bis du zu dem kommst. Aber dadurch, dass diesmal das Areal ein bisschen größer ist und du weißt, wie du inzwischen mit Tieren umgehst,
ist der halt super traurig in der Bosskampf. Während der Feuerochse am Anfang noch relativ stark ist und der halt relativ spät hier kommt, springst du auf ihn, haust dein Schwert in ihn rein, er verliert so die Hälfte seines Lebens und dann machst du halt nur so Shinobi-Tools, die du bekommst. Und davon sind auch sozusagen Firecracker heißen die. Das ist eine Fähigkeit, die du auch schon bei den Feuerochsen einsetzen solltest. Das sind, also du kannst sagen, du findest halt diese Tools, wie vorhin Tim meinte, bei dem Ogre, dass du ihn zum Beispiel anzünden kannst. Oder halt auch am Anfang kriegst du so Shurikens, die du werfen kannst auf Gegner, die zum Beispiel nützlich sind, wenn Gegner dich anspringen. Oder Madame Butterfly neigt dazu, auf Fäden in der Luft zu stehen. Die kannst du damit halt runterholen. Und diese Firecracker sind halt im Endeffekt gut gegen eigentlich alles. Ich glaube, das ist ja das Stärkste. Ja. Also sogar der Endboss schreckt davor zurück, wenn du kleine Feuerwerk auf den Boden wirfst, so ein paar Knallerbsen. Ja, genau. Es gibt so einen einzigen Boss, wo es absolut keinen Nutzen hat, aber sonst kannst du das überall einsetzen und die Gegner, ja, schrecken halt zurück und dann kannst du halt so 3-4 Schläge einfach reinhauen, bevor sie wieder reagieren. Und dadurch, dass dieser Stier unglaublich, dieser Ochse so groß ist, kannst du das einfach darauf machen und so deine ganzen Schläge reinhauen, dass du ihn dann am Ende so finisht. Und gerade bei dem Sakura-Ochsen, der dann später kommt, ist es halt witzig, weil du kannst von einem Dach auf ihn springen, ziehst ihm so die Hälfte seines Lebens ab und kannst dann halt die Firecracker spammen und er macht einfach nichts. Ja gut, dann tötet man so den Ochsen und dann kommt man in ein Areal, was man sehr oft in diesem Spiel sehen wird. Ja, dann kann man da theoretisch durchlaufen und erstmal andere Sachen machen oder man läuft aufs Dach. Und also so aufs Dach laufen ist eigentlich das, was jeder, naja nicht jeder, aber ich sag mal, der normale Spieler beim ersten Durchgang machen wird. Weil du ja auch dieses Mal eine klare Story vor dir hast, die gewisse Dinge von dir möchte. Und in diesem Fall ist es den kleinen Jungen retten. Sehr oft. Dein Lord Kuro. Und deswegen steigst du denen da aufs Dach. Und könntest aber auch theoretisch ab da branch das Spiel aus. Du kannst eigentlich überall hin, bis auf in ein Gebiet, wo du quasi bestimmte Herausforderungen erfüllen musst, um dort überhaupt hinzukommen. Also sprich, wir machen ja mit Spoilern, haben wir gesagt. Du musst ja dann für den Jungen hier zwei Sachen sammeln, um dann in dieses komische Dingensreich da zu kommen. Was für mich irgendwie immer noch ein bisschen merkwürdig ist, weil ich dachte, die haben von einem Reich der Götter geredet oder so, ne? Und dann war das einfach nur so der Hügel nebenan. Und ich so, oh, da wohnen die Götter. Also, wer hätte das gedacht? Ich finde, die Welt an sich ist relativ klein. Also jedenfalls kommt mir das so vor, dass sie von sich klein ist. Jedenfalls ist sie gut verbunden miteinander. Du kommst halt irgendwie von überall irgendwo hin und kannst halt meistens siehst du dann erst so die Verbindung, wenn dann man durch irgendwelche Höhlen steigt oder sonstiges halt. Aber sonst empfinde ich die Welt als sehr klein. Ich hatte ja, da gut. Ein richtiges Problem mit den Verbindungen, weil für mich sah halt auch alles gleich aus. Das war so, also alles, wo irgendwelche Häuser sind, ist alles derselbe japanische Baustil quasi. Und zwischendurch hast du dann so unglaublich interessante Orte wie ein Spalt. Ja. Ein fucking Spalt, wo du dir halt auch denkst, gut. Das finde ich auch so. Also ich mag die Großteil der Gebiete auch nicht. Es gibt halt sozusagen so eine buddhistische Tempelanlage. Dieses Gebiet fand ich relativ cool. Das war nett gemacht, weil gerade so von der Aussicht her, das halt immer nach oben ging weiter, auf so einen Berg, das war ganz gut. Und so dieses letzte Gebiet, was Tim meinte mit den, sozusagen, dieses göttliche Areal, das fand ich auch vom Aufbau ganz nett. Aber es sind halt auch wieder dieselben Häuser als solches und dementsprechend hat man da nicht viele Variationen. Aber das Gebiet war ganz in Ordnung. Aber so diese beiden Hauptgebiete, wo man hin muss, um die Story voranzutreiben, ist halt nichts anderes als, ja, ein Spalt sozusagen, wo unten Gift ist und das ist sozusagen, heißt es auch, dieses Gebiet ist das Grundboden dieser
Welt als solches, wo sie stattfindet. Und da muss man halt hin, wegen zu so einem Wasserfall und so ein Zeug dort holen. Und dementsprechend halt ganz nach unten des Areals. Witzig ist aber, dass ein anderes Areal dann noch weiter theoretisch prinzipiell in der Verbindung her unten liegt, weil man dann von diesem Ashina Castle runterspringen muss und eine Ewigkeit lang erstmal fliegt, bevor man da hinkommt. An dieses Gebiet ist auch kacke, weil das im Endeffekt auch nichts ist als eine riesige Sumpflandschaft. Ich weiß nicht, was die da mit dem in dieser Welt haben, aber wenn es danach geht, nach dem Spiel, dann muss Japan nur aus Giftlachen bestehen und ein paar Schlösser. Deswegen, das war nicht relativ interessant als solches. Ja, deswegen, die Welt war ganz nett als solches, aber ich fand, was ich gut fand, war die verschiedenen Gegnertypen. Also davon hatten sie meiner Auffassung nach relativ viel aufgebaut. Natürlich hattest du dadurch, dass Ashina Castle, das Areal sehr häufig vorkommt, dieselben Gegnertypen wieder, aber in jedem Areal hattest du eigentlich große Variationen an Gegnern. Das fand ich ganz gut gelungen als solches. Auch so ein paar Überraschungen wie halt Affen mit zwei Schwertern, die meiner Auffassung nach einer der schwersten Gegner im Spiel waren. Das ist richtig, aber das war für mich keine Überraschung. Ja. Ich wusste ganz genau, es werden irgendwann Affen mit Waffen auf mich zulaufen. Ja, es kam ja schon Affen mit Waffen, aber die waren super witzig. Aber so, dann hat so ein Affe halt so eine, ja, so eine, wie heißen die Dinger im Endeffekt? Eine Pistole, ja, ist es nicht, sondern ja, etwas Längeres. Ja. Ein Gewehr. Ja, im Endeffekt ist es ein Gewehr, so eine Flinte halt, sagen wir Flinte. Ja, so ein Oldschool-Gewehr. Ja, genau, hat so eine Flinte in der Hand. Und er weiß halt nicht wirklich, wie er mit umgeht, aber das sieht man eben auch so an von den Animationen her, aber trotzdem schafft er es ab und an, dann einen Schuss rauszukriegen. Aber wenn es dann nicht mehr klappt und der erste Schuss raus ist, dann springt er dich damit an und schlägt dich sozusagen mit der Haltung und dann explodiert das Ding in seiner Hand und er fliegt zurück und du kriegst ordentlich Schaden. Das ist relativ cool gemacht worden. Aber danach ist er halt useless. Dann passiert dann auch nichts mehr von ihm. Oder halt die ersten Affen mit Samurai-Schwertern, die auch nicht so wirklich stark oder schnell damit schlagen, weil sie nicht wissen, wie sie damit umgehen können, aber irgendwann kommen dann fucking weiße Affen, die wissen, wie sie mit zwei Samurai-Schwertern gleichzeitig umgehen müssen. Ja, du weißt, dass der alt und weise ist, weil er weiß ist. Und dann voll auslassen mit den Schwertern. Er ist ein Meister. He studied the blade. Genau. Er hat gelernt von dem großen Affen. Nee, es ist ja immer dieses klassische, dass Affen quasi sich bei Menschen Sachen abgucken und sowas. Und dann habe ich gedacht, ich habe noch keinen Gegner mit zwei Schwertern gesehen, wo hat er sich das denn abgeguckt? Aber da kommen noch welche, keine Sorge. Das ist ein Mysteriumsaffe gewesen. Den hatte bestimmt der Shogun damals in so einem Käfig zur Unterhaltung. Und dann hat er gedacht, das ist bestimmt lustig, wenn wir dem ein Schwert geben, und war nicht so lustig. Denn genau dazu kommen wir auch an sich. Also, wenn man sich nämlich die Story anguckt, ist dieses Ashina als solches im Krieg mit dem Ministerium, mit den inneren Ministern, die Ashina einnehmen wollen, beziehungsweise halt erobern als solches. Und Ishin Ashina, der alte Mann sozusagen, der alte Anführer von Ashina, der nach dem Putsch damals, welcher die ganz am Anfang im Spiel durch so eine coole Cutscene, und ich glaube einer der drei wenigen Cutscene oder so, die es im Spiel gibt, gezeigt wird, wie er damals geputscht hat und Ashina eingenommen hat, soll jetzt, vom Thron kann man nicht sagen, aber er soll halt verstoßen werden und Ashina soll dann halt zu diesem Ministerium dienen. Und genau in dieser Welt kommen wir halt rein und unser Lord Kuro ist halt von der, wie ist die Familie? Ich glaube, ich dachte, wäre auch Ashina. Nee, die Familie von Kuro ist eine Unterfamilie von Ashina gewesen, halt. Ist ein Retainer. Das ist ja das Anwesen im anderen Areal, dieses Minato oder Mitsuno. Ja, ich weiß, was du meinst, aber ich dachte, ein bisschen verwirrt. Ich dachte, die Emma wäre aus der Familie. Also. Der Kuro ist auf jeden Fall von dieser Unterfamilie.
bei whatever. Ja, genau. Also jedenfalls die Unterfamilie dient halt den Ashina und die wollen sein Blut von dem Lord Kuro benutzen, welches halt Leute ermöglicht, unsterblich zu sein. Für einen Preis. Wollen sie nutzen oder beziehungsweise will der Großenkel oder ist es nur der Enkel? Indirekter Enkel von dem Ishin Ashina nutzen, um den Krieg gegen das Ministerium zu gewinnen und Ashina zu beschützen. Und dementsprechend entführt er halt den Jungen und will sich diesem Blut bemächtigen und du als der Einzige, der momentan von dem Jungen sozusagen das Blut bemächtigt wurde, weil er das wollte, damit du zurück zum Leben kommst, weil das Blut dich halt unsterblich macht, willst halt den Jungen retten, damit er nicht in diesen Krieg mit involviert wird und damit, ja, er nicht ausgenutzt wird von den Ashinan, um in den Krieg zu ziehen. Und dann kommst du da halt hin, das ist halt dieses Ashina Castle und bla bla, kletterst da hoch, kämpfst mit dem Enkel, was ein großer, unglaublich unangenehmer Kampf für mich war, wegen Überraschung. Du, das ist auch so ein Part von, das Spiel gibt sein Bestes, dir zu erklären, was Phase ist, aber man selbst möchte nicht hinhören. Der gute Mann... Mit dem Donner geht's ja gar nicht. Es geht ja darum, dass da auf einmal ein dritter Lebensbalken kommt. Ja, ja. Aber ist mir nur auch aufgefallen, weil der gute Mann tut ja dann in der dritten Phase Blitze schmeißen und direkt da drunter, also wirklich, das ist ganz oben auf dem Dach und ein Raum drunter ist ein Raum, wo dann plötzlich an der Wand eine alte Schrift hängt, in der steht, dass es eine antike Technik gibt, in der man Blitze in der Luft zurückschleudern kann. Und dann gibt's halt wirklich einfach legit die Spielmechanik, dass wenn ein Gegner einen Blitzangriff auf dich wirft und du währenddessen springst, dann kannst du den Angriffsknopf drücken und den Schuss direkt zurückschleudern. Und dann ist der Gegner auch noch gestunt ewig und du kannst drauf rumhauen, wie du Bock hast. Das ist aus meiner Auffassung auch ein relativ witziger Punkt beim Ganzen. Zwei Sachen, die mir da aufgefallen sind. Erstmal, man findet in jedem Areal immer so Sachen wie hier, du könntest zum Beispiel Gegner können dich anzünden und da baut sich unten so ein Balken auf, dass du zu viel, sozusagen, zu viel brennst und irgendwann brennst du dann halt richtig. Oder halt, die können dich vergiften und dieser Balken baut sich auf und wenn der ganze voll ist, dann wirst du halt vergiftet. Und in jedem Areal findest du halt so Sachen, die das vermindern oder halt diesen Balken abbauen. Und du weißt halt meistens, wenn du Sachen dazu findest, dass der Boss in diesem Areal dann genau das macht. Und da musst du halt mal drauf achten. Das ist relativ lustig. Und der Punkt, den ich witzig fand, ist, du kriegst in dem Spiel die Möglichkeit, also du hast halt diese, wie in den Bloodborne, ich meine, in Dark Souls Spielen, diesen Estus, hast du halt hier auch. Du kannst dich halt heilen mit so einem heilenden Wasser. Und das kannst du, das ist halt in so eine, was ist das, Vase, in so eine, wie heißen die Dinger? Irgendwas mit Kürbis heißt im Deutschen. Ja, deswegen, also kürbisartig teilen, kannst du halt das nutzen und trinken. Und du kriegst im Laufe des Spiels halt auch drei solche Elementkürbisse im Endeffekt, die halt entweder Feuer abbauen, Gift abbauen oder... unheilig. Wie so, so ein wie spooky... Ist Terror. Ah genau, Terror heißt es, glaube ich, im Deutschen. Terror ist in Dings gewesen. Und Bloodborne, ne? Bloodborne ja. Frenzy. Aber das ist... Es funktioniert genauso. Grauen, ne? Ist es. Grauen. Okay. Grauen. Ich meine, es macht dasselbe, ne? Also nur, dass du in Bloodborne nicht direkt stirbst, wenn du es abbekommst. In Bloodborne sind es, glaube ich, so 70% oder 80% deiner HP, die du verlierst. Und in Sekiro stirbst du einfach. Und... ja, das war's. Richtig. Sad way to die. Und das kannst du halt damit abbauen. Der Witz ist, das Einzige, wovon du keinen bekommst von den Elementen her, ist Donner. Also du hast keine Möglichkeit, weniger Donner oder Blitzschaden zu bekommen oder das abzubauen mit so einem Ding. Das kriegst du einfach nicht. Macht ja auch keinen Sinn. Doch, einfach aus der Tatsache heraus, weil die wichtigsten Bosse in dem Spiel Donner machen. Ja, aber das macht ja keinen Sinn. Wenn du getroffen wirst, dann hast du den Dings ja instant drauf.
Ja, du hast und ja aber, also, ja es gibt Stun. Ja, aber es gibt ja ein kleines Elementarstück, was du nehmen kannst. Also es gibt das ja sogar in klein. Nur das halt nicht in. Stimmt, die A-Leber. Ja, genau. Ja, aber das sind ja, also es gibt ja die kleinen Items, die bewirken ja auch, dass du weniger abbekommst. Ja, tu die ja auch. Das ist, du aber, machst das Ding ja auch. Aber nicht weg. Nee, warte, der Unterschied ist, dass die kleinen Dinger das wegmachen. Ja, macht es das ja auch. Das ist ja alles dasselbe. Nur die kleinen Dinger machen weg und die anderen nicht. Aber da fällt mir gerade auf. Ja, also du behältst den Balken. Nee, klar, steht extra. Das Ding habe ich mir ja extra gekauft, um den Affen mit seinem Grauen zu besiegen. Du bekommst zwar weniger, aber du löst den Balken nicht auf. Ich kann mir sagen, was du willst, aber steh da halt dran. An dem von diesem halt, Kürbissen. Wie gesagt, geh da hin zu dem Affen, lass dich treffen und dann nutzt das Ding und dann geht's runter. Wichtig ist, weil nicht. Auf jeden Fall macht's eigentlich gar keinen Sinn, ein Item gegen Elektroschock zu haben, weil du ja dann entweder bist du gestunt oder nicht. Das wollte ich sagen. Aber es gibt ja das Item dagegen und jetzt, jetzt bin ich komplett durcheinander. Genau. Und das ist halt so der Aspekt des Ganzen. Das fand ich halt relativ lustig, dass es das halt nicht gibt. Einfach nur so, die wichtigsten Bosse können das. Das bauen wir nicht ein. Das war. Aber ist ja auch gut, dass es den nicht gibt, weil dann lernst du das zurückzuschleudern. Und du kannst halt den Endboss dann für 3 Sekunden oder was das ist. Habe ich aber auch nie gemacht. Weil es einfach zu kritisch ist, wenn es nicht klappt und es dich dann trifft. Naja. Stimmt, also das Ding, du bist ja beim Endboss, das sind ja irgendwie super viele Phasen und Balken und so weiter. Und es ist auch relativ einfach, an dem man, wenn er Blitze schleudert, einfach hinter ihn zu laufen und dann ein paar Dinger in den Rücken zu drücken. Das habe ich auch gemacht, aber bei dem anderen Boss, da habe ich es auch nicht gemacht, da bin ich auch einfach nur weggerannt. Aber in New Game Plus habe ich ihm Blitze zurückgeschleudert. Ja, weil das ist so der Punkt. Es gibt halt so ein paar Frames, wenn sie so anfangen, das zu starten und du zu früh springst, wirst du einfach volle Kanne getroffen. Das ist so der Witz des Ganzen. So dieses, du brauchst einen guten Zeitpunkt, um zu springen. Sozusagen wartet man so eine halbe Sekunde und springt dann klappt es. Wenn man direkt springt, dann wirst du einfach nur getroffen und dann ist es meistens vorbei. Dann kommt da nichts mehr. Gerade beim Endboss. Ja. Und im Endeffekt ja. Überleg gerade, was man noch Tolles zu Sekiro sagen kann. Ich meine, wir sind so drunter und drüber, aber... Ich mag... Den Typen, der Wii U. Der Wii U. Nee, ich wollte sagen, ich mag die Speicherpunkte nicht. Ich habe das Gefühl, die gibt's nur, weil von Activision die Leute wollten, dass das mehr wie Bloodborne ist. Also Dark Souls und Bloodborne. Ich habe nicht das Gefühl... dass das Spiel auch mit so einem normalen du stirbst und lädst am letzten Checkpoint wieder systemmäßig, also am letzten automatischen Speicherpunkt, dass das damit auch ganz normal geklappt hätte und diese Dinger nur drin sind, um eben, ja, weil es in den anderen Spielen auch drin ist, ne? Ja, eben. Vor allem, ich finde, es gibt sehr viele davon auch so, wenn du das so anguckst, weil du hattest ja in den Bloodborne oder in Dark Souls, das ist ja mehr so diese Punkte zum Teil, dass wenn dich ein Boss umklatscht, dass du immer noch ein bisschen länger laufen musst, um auch wieder zu dem Boss-Areal zu kommen. Während es hier so möglich ist, vor jedem Boss ist das genau da, sodass du auch einfach nur dich runterdroppen kannst. Dann kannst du halt auch einfach mit Checkpointen arbeiten, wie du schon sagst. Dass du stirbst und dann bist du halt wieder vor dem Bossraum. Wofür du es dann brauchst, ja. Ja. Aber vor allem... Auch so vom Story, also Element her, sind die Dinger auch nicht wirklich nützlich. Also ich finde auch nicht, dass du sagst, ja ey, das ist so story-relevant, dass sie drin sein müssten. Im Gegensatz zu so einem Bonfire, das macht ja immer Sinn. Genau. Deswegen. Ja, also da hatte ich das Gefühl, das ist komisch. Und ja, dass ich die Gebiete nicht mochte, das habe ich ja schon gesagt. Ja. Das war... Das ist mir ein bisschen sauer aufgestoßen.
Also was ich sagen muss, was mich am Spiel, also für mich ist es bis dato eindeutig mein Game of the Year, aber was mich am Spiel auch gestört hat, ist so die absolute Unrelevanz der NPCs. Am Anfang vermittelt ihr dieses Spiel so den Eindruck, dass die NPCs sehr relevant sind für die Story und einfach durch die Tatsache, diese Unsterblichkeit, die du hast, durch das Blut des Lords im Endeffekt, wird dir später erklärt, ist nicht wirklich ein Segen, sondern mehr ein Fluch. Und für den Preis, dass du immer wieder zurück zum Leben kommst, nimmst du sozusagen die Lebensenergie der Welt als solches, der Menschen in der Welt auf. Und das heißt, dass immer wieder, wenn du NPCs triffst, auch die ihre Lebensenergie im Endeffekt dafür opfern, dass du wiederbelebt wirst. Und ja, je öfter du stirbst, desto mehr Lebensenergie brauchst du. Und das führt dann zu dem sozusagen Dragon Rot als solches, dass die NPCs von so einer Krankheit betroffen sind. Und wenn du sie nicht heilst, welches du relativ früh im Spiel die Möglichkeit bekommst, was auch ein witziger Punkt ist, du kannst dann halt so einen Gegenstand opfern im Endeffekt. Und dafür werden die Leute halt geheilt. Und du denkst am Anfang, weil dir wird halt einmal so ein Gegenstand gegeben und du denkst, okay, hey, vielleicht gibt es da nicht so viele von. Ich glaube, am Ende hatte ich noch irgendwie im Inventar 19 oder so. Also es stirbt dir eigentlich kein NPC weg, wenn du früh genug die kleine Mini-Quest machst, um dieses Item das erste Mal zu bekommen. Genau. Ich habe halt auch dann später immer, weil ich das nicht einschätzen konnte, nach wie lange ein NPC stirbt, immer sobald ich das Dragon Rod hatte, dann einfach so einen Gegenstand genutzt. Also du kriegst auf jeden Fall genug davon. Oh, und dementsprechend dachte ich so, okay, wenn mir NPCs wegsterben oder so, kriege ich vielleicht ein anderes Ende. Oder relevante NPCs können wohl auch sterben, was ich gelesen habe. Was wohl das Spiel ziemlich kompliziert machen könnte, aber es passiert halt nicht, wenn du ein bisschen drauf achtest. Und dementsprechend dachte ich, oh, die haben ja dann hier eine richtige Relevanz und das ist cool als solches. Aber später verhörst du, dass es vollkommen egal ist und du kannst machen, was du willst. Es hat absolut keine Relevanz, das Ganze. Und da frage ich mich dann so, wofür dieses Element mehr oder minder da ist dann als solches. Weil man fühlt sich nicht wirklich gepressured oder so. Das ist auch wirklich so, das ist egal. Diese Art von Tod, finde ich, ist auch nicht so schlimm jetzt, wie jetzt meiner Auffassung nach in dem Dark Souls war. Weil klar, hier auch, wenn du richtig stirbst, verlierst du die Hälfte deines Geldes und die Hälfte des Erfahrungsbalken, halt man levelt sozusagen Erfahrung. Und wenn man jetzt kein Level aufgestiegen ist, sondern halt du kriegst immer Erfahrungspunkte für jedes Level, den du aufsteigst, dann verlierst du die Hälfte deines Erfahrungsbalkens, gerade von dem, was du halt noch hast. Und das kannst du auch nicht wie in Dark Souls oder sonstigen Spielen halt wieder einsammeln. Das ist dann halt einfach weg. Und da gibt es halt dieses eine Element von Glück. Sozusagen, wenn du keinen Dragon Rod verteilt hast, gibt es zu 30% die Möglichkeit, oder 33%, ich glaube nur 30%. Ich glaube zu 30%, ja. Ja, zu 30% die Möglichkeit, dass das nicht passiert. Sprich, du verlierst kein Geld und du verlierst keine Erfahrung. Und je mehr Dragon Rod du verteilst, desto kleiner ist halt die Möglichkeit, dass das passiert. Und das finde ich so witzig. Es fängt halt schon so bei 30% ein, wo ich mich absolut nicht drauf verlassen würde. So, ich habe eh mein ganzes Geld immer bei Händlern gegen Geldtaschen eingetauscht. Du kannst so, sagen wir, für 110 Gold kannst du Geldtaschen für 100 Gold kaufen, woraus du dann sozusagen 100 Gold in eine Bank einzahlst, mehr oder minder. Die kannst du dann später poppen und dann kriegst du halt so 100 Gold. Und die habe ich immer genutzt, einfach aus Angst, dass ich sterbe. Und da muss man sagen, fand ich das Sterben in Dark Souls viel schlimmer, gerade wenn du es auf Bossen betrachtest, mit der Tatsache, dass du stirbst und dein ganzer Shit liegt in dem Bossraum. So, du kannst da immer wieder reinlaufen und versuchen, den Typen zu töten, um so dein Geld nicht zu verlieren oder deine Seelen nicht zu verlieren. Oder du gibst die halt auf und versuchst erst was anderes zu machen. Und hier hast du halt diese Möglichkeit als solches, also gar nicht, weil es vollkommen egal ist. So, dieses, du stirbst, verteilst Dragon Rod, du stirbst, du verteilst Dragon Rod. Und es dauert halt auf meiner Auffassung auch echt lange. Zum Teil habe ich irgendwie 10 Tries gehabt bei einem Boss, bevor das mir aufgetaucht ist, dass jemand jetzt das hat. Also jetzt dann opferst du diesen Gegenstand und zack, hat sich das Problem wieder für dich gelöst und du kannst halt weitermachen im Endeffekt, ohne dir da groß Gedanken drüber zu machen. Und das fand ich ein bisschen schade, gerade als Miyazaki hier als Head-Entwickler meinte, dass es diesmal der Tod persönlicher ist. Vielleicht, ja, als Charakter persönlicher, aber so als Spieler ist es dir echt egal diesmal. So, weil
dich kostet es auch nicht wirklich was. Es ist dir echt egal. Also, wenn du halt ein bisschen drauf achtest, dass du ab und an mal diesen Gegenstand einsetzt. So. Und deswegen, das war so der einzige Punkt, wo ich wirklich sage, ey, das war verschenktes Potenzial. Und natürlich die Areale, also wie Tim schon sagte, ein paar davon sind echt Bullshit. Aber Gegner aber sonst waren cool, weil ein paar Leute haben mit Fußbällen auf dich geschossen. Ja, ja. Da gibt es halt auch Miniboss und man muss ja sagen, halt diese, die kicken halt so Fußbälle dagegen, das ist in diesem Endgott-Areal als solches und erstmal sind die Animationen cool und dann gibt es halt einen Boss, der dann diesen Ball in die Luft kickt, dann einen Fallrückzieher macht, währenddessen lädt sich dieser Ball mit Donnerenergie auf und den kickt er dir dann voll in die Fresse und du kriegst halt auch diese Blitzladung ab. Aber wenn du erstmal an ihm dran stehst, macht er nichts mehr. Der wird einfach totgeklaut. Das war der nicht ist, so witzig. Ja, der ist halt eben dafür da, dass du das nicht durchs auch. Wasser gehst. Was? Bevor du es denkst. Aber ich habe es im Speedrun ja, schon auch. Gesehen. Ja, ja. Du kannst, wenn du es YOLOst, schaffst du es einmal und weißt, wo du hin musst, dann schaffst du es einmal durch, ohne dass er dich erwischt. Ja, ja, ja. Habe ich auch gesehen. Deswegen. Aber er ist ein witziger Gegnertyp. Ne, wie gesagt, von den Gegnertypen her bin ich eh überzeugt. Und als jemand, der es mag, in Spielen zu parieren oder zu blocken, war das Spiel echt für mich ausgelegt. Gerade, weil sie da auch viel Potenzial genutzt haben in den Bosskämpfen, dass ein Großteil der Bosskämpfe darauf ausgelegt war, dass du sozusagen diesen japanischen Katana-Schwertkampf hattest. Ja, oder Schwertkampf, Schrägstrich, Speer greift dich an und schießt nebenbei ab den Kampf. Deswegen, die Bosse fand ich cool, so auch die NPCs mochte ich an sich, so von dem Typus her, du hattest verschiedene Arten und ein paar der NPCs hatten auch mal ein bisschen mehr Text im Vergleich zu anderen From-Software-Spielen und das mochte ich, aber das Einzige, was mich halt wirklich stört, ist, dass dieses Story-Element als solches verschenkt worden ist. Und die Story, also als jemand, der die Story-Art von Dark Souls-Spielen sehr mag, gerade mit dem sehr kryptischen und dass du viel nachlesen kannst oder hier Vati Vidya bei YouTube so eine knapp seine ganze Community darauf aufgebaut hat, diese Story zu erklären. Der Mann leidet halt echt unter dieser Art von Story, weil die Story gibt meiner Meinung nach nicht viel her. Sie ist sehr einfach, es passiert nicht viel als solches. Alles, was passiert, wird dir klipp und klar durch Cutscenes oder Charakteren erklärt, weil die Story, finde ich, ist weder kryptisch noch wirklich jetzt herausragend als solches diesmal, weil man weiß nicht, ob das vielleicht ein Anfang von etwas Größerem sein soll, aber sonst fand ich die jetzt nicht so beeindruckend. Was findest du, Tim, von der Story her? Ja, manche Sachen habe ich nicht verstanden, da habe ich gedacht, naja, vielleicht erklärt mir das nochmal später jemand, aber dieses Hauptding, wo es quasi von Anfang bis zum Ende durchgeht, ne, das ist wirklich, da ist nichts Spannendes dabei. Ja. Da kennt man sich aus, da fühlt man sich zu Hause. Ja. So viel zu dem direkten Punkt. Sekiro als Spiel und Sekiro Gameplay sowie Story. Dann also, gibt's jetzt halt zwischendurch noch eingeschlafen. Ja. Ich bin da. Jetzt kann er sich vielleicht einklinken, so ein bisschen zu der Kontroverse, dass das Spiel absichtlich zu schwer ist. Ja, es wird noch viel schwerer sein. Ja, geil, gute Idee. Ich finde, wenn du im Blick für des Gegners bist, solltest du automatisch das Wort sterben. Dazu muss man sagen, es gibt zwei Möglichkeiten, das Spiel schwerer zu machen. Einmal, wenn du das erste Mal durch hast, dann kriegst du halt so einen Talisman von dem Lord in dem New Game Plus, welchem du ihm wiedergeben kannst, dann machst du das Spiel automatisch schwerer, sonst ist es nahezu auf demselben Level wie beim ersten Mal durchlaufen. Und sonst gibt es noch eine Glocke, auf die du halt in so einem kleinen Geheimareal triffst, welches du ringen kannst, dann kriegst du sozusagen so einen Debuff, der das Spiel auch schwerer macht. Und dir wird angezeigt, mega, wenn dein Lieblings-YouTuber ein Video hochgeladen hat. Ich finde es mega schade, dass Nakia die Glocke nicht geläutet hat. Ja. Er war da im Discord und ich hätte echt gefordert, er hat gesagt, einfach, ich läute die einfach mal. Das Ding ja, ist ja, ich habe die geläutet und du kannst es ja direkt rückgängig ja. machen. Oh, das ist ja noch viel langweiliger. Ja, eben, hatte ich dann auch später gesehen. Ich hatte auch gehofft, dass das dann so ein permanenter Debuff ist, aber so, nein, du kannst den Fluch einfach wieder auflösen, diesen Dämon. Ja, das wäre da lustiger, wenn diese Glocke erstmal gar nichts macht und erst im Endboss aktiv. Ja, und vor allem, was wollte ich sagen? Achso, du bekommst
auch mehr Gegenstände, wenn die Glocke aktiv ja. ist, was aber eigentlich relativ wumpe ist, weil alle Gegenstände ganz schön scheiße sind. Aber die Trash-Mobs macht es nicht wirklich schwieriger, aber die Bosse haben, glaube ich, mehr die Leben. Bosse. Also ich glaube, bei den Trash-Mob macht es wirklich gar nichts. Da ist, glaube ich, der Talisman dann beim New Game Plus dafür, dass halt die mehr Schaden machen. Das kann sein, aber den habe ich behalten. Weil die Übersetzung so komisch war. Das war mir zu 50 Shades of Grey mäßig. Da war es. Da sagst du irgendwie so zu dem Jungen, also der Junge sagt, oh, dieser Talisman, den habe ich dir gegeben, um dein Leiden zu mindern. Und dann gibt es die Möglichkeit, den zurückzugeben, und dann sagt dein Charakter sowas wie, nein, ich möchte mehr leiden. Ich möchte das auf mich nehmen, und ich denke mir so, das ist irgendwie komisch. Das gefällt mir nicht, wie du das formulierst. Ja, ist ja, also, im Endeffekt ist ja der Witz bei der ganzen Sache gewesen, dass der Talisman später so erklärt, so jedenfalls von Leuten, die sich mit der Story dann gesagt haben, der Grund ist, warum du überhaupt wiedergekommen bist, sozusagen, wiederbelebt wirst, weil der Junge damit dich sozusagen als Retainer anerkannt hat, dass du jetzt halt dieses Teil seines Bundes bist und unsterblich bist. Aber deswegen finde ich die ganze Sache witzig, du gibst jetzt so zurück und dann so, ja, jetzt ist ja eh egal. die Gegner werden einfach schwerer dadurch. Aber der Witz ist wohl, was ich gesehen habe oder was ich gelesen habe, ist, dass die Gegner kaum stärker werden, wenn du den behältst, und das einfach dauerhaft. Und du könntest wohl irgendwie New Game 50 spielen oder so und du behältst den Talisman und es kommt dir immer noch nahezu so vor, als ob du im ersten Durchlauf spielst. Das Einzige ist halt, dass die Bosse leicht stärker werden, einfach aus der Tatsache heraus, dass, weil du dann einfach zu viel Schaden machen würdest und die Dudes einfach umkippen. Also du merkst aber New Game Plus schon an den Trash-Mobs auch. Also so Standard. Gib den Talisman zurück. Gib den Talisman zurück. Nee, auch mit behaltenem Talisman. Alles ist gut. Man merkt Sachen. Aber als ich mir gerade so gedacht habe, das einzige Element, was in dem Spiel mich echt gestört hat, ist die Sache, der einzige Gegenstand, den du wirklich brauchst, ist so Holy Confetti. Oder, ich weiß nicht, heißt das Holy Confetti? Göttliches Confetti im Deutschen. Göttliches Confetti. Divine ist es, glaube ich. Divine Confetti, genau. Und dieses Confetti brauchst du, um Gegner zu besiegen, die Geister sind oder untot. Ich weiß nicht, was es ist. Jedenfalls dunkle, böse Geistergegner. Die kannst du damit halt besiegen. Und manche Gegner kannst du damit einfach nur schneller besiegen und andere Gegner sind nahezu untötbar, wenn du es nicht nutzt. Es gibt halt so zwei Gegnertypen, so eine Art Schamane, der dunkle Energie ruft und auch so Geister beschwört, und ein anderer Gegnertyp, der einfach keinen Kopf hat. Die Headless sind halt Helden vergangener Tage, die gestorben sind und dementsprechend stark sind als solches. Und mit diesen Gegnertypen brauchst du dieses Konfetti echt, weil du sonst kaum Schaden an den Maßen, diese Kämpfe dauern Ewigkeiten. Nun ist aber die Anzahl von Konfettis, die du in der freien Welt findest, erstmal ziemlich limitiert, und bis du so weit bist, dass du die kaufen kannst, bist du ziemlich weit im Spiel vorangeschritten. Und dementsprechend, wenn du nicht fähig bist, mit dem, was das in die Welt ja als solches an Konfetti gibt, auszukommen, sind die Gegner nahezu untötbar. Und das, finde ich, ist ein Element, was mich echt gestört hat. Dieses, du brauchst diese Dinger, um sie auf jeden Fall zu töten. Und wenn mir das Spiel nur diese Möglichkeit gibt, Items zu poppen, damit das klappt, finde ich es echt doof. Und ja, irgendwann habe ich dann gesehen, dass das keinen großen Nutzen hat, die Headless zu töten, also habe ich es gelassen. Sonst war ich eigentlich ziemlich zufrieden mit dem Spiel. Wie ich schon sagte, für mich ist es bis dato mein Game of the Year. Gut, so viel kam mir jetzt auch noch nicht raus. Naja, aber mit Ace Combat und Kingdom Hearts 3 waren schon für mich gute Spiele dabei, ne? Ace Combat. Und Kingdom Hearts 3. Kingdom Hearts 3 ist so krass. Machst du dich lustig über Ace Combat? Krass, scheiße. Kingdom Hearts 3 ist so krass, weil man irgendwie kommt. Wenn man es durch hat, hat man komplett vergessen, dass es existiert, weil du die Storyline abgeschlossen hast und damit dir denkst, ja, es kommt irgendwann ein neuer Teil, aber da wird dann anders, ist schon okay. Weiß nicht, ich habe Kingdom Hearts 3, hatte ich es irgendwie
5 Stunden nur gespielt bis dato und das hat mich so gestört, weil ich sehe in diesem Spiel keine Herausforderung oder sonstiges irgendwie. Es macht auch für mich keinen Spaß, weil du einfach, du poppst auf der PlayStation die Y-Taste oder lieber die Dreieckstaste. Die große Y-Taste auf der PlayStation. Ja, aber es ist dieselbe Taste. Oben. Oben. Du haust die Taste und du hast da irgendwie immer was bereit, was du drücken kannst. Das ist richtig. Um alle Gegner. Das ist einfach nur ein visuelles Fest, was da passiert. Und du, vor allem so, es gibt irgendwie so 4 verschiedene Sachen oder so, die sich aufladen können, die du damit abrufen kannst. Und du hast sie immer bereit. Und du denkst dir so, okay, du bist gerade hier in dem einen, was du machst, was du abgerufen hast mit der Oben-Taste. Währenddessen sind 2 andere Sachen aufgepoppt, die du jetzt machen kannst. Und du fragst dich einfach so, wofür schlägst du überhaupt normal? Es passiert öfter, dass dir da Sachen auslaufen. Also sprich, die poppen dort ja dann oben auf in der Leiste und sind noch 30 Sekunden oder sowas. Ja. Es passiert öfter, dass du in einem dieser Special-Dinger gerade drin bist und ein anderer ausläuft, als dass du irgendwann mal keine davon hättest. Ah, nice, nice. Das ist ein Wahnsinn. Wenn das so die größte Herausforderung eines Spiels ist, ist es schon weiter auf, was noch traurig. Ja, aber es sieht halt gut aus. Und wenn das andere Problem ist, wenn du auch schwer machst, haben halt die Gegner nur mehr Lebenspunkte und hauen fest dazu. Das heißt, es dauert eigentlich länger. Du wartest quasi nur mehr darauf, dass deine Dreiecke öfter aufpoppen. Und machst, während, wenn die nicht da sind, nicht 2, das ist sicherer. Gut. Ja, aber das ist kein Podcast über Kingdom Hearts 3. Ja, da war, sondern über zu leichte Spiele. Ah ne, zu schwere Spiele. Das Ding ist ja, irgendwie hat, also es hat eine Fragestellung, so eine coole Umfrage auf Twitter gestartet, die hieß, sollte Sekiro einen einfachen Schwierigkeitsgrad haben? Und das ist ja schon mal die falsche Frage, weil das Spiel ist ja jetzt schon draußen. Das heißt, man hat sich als Entwickler klar dagegen entschieden. Es gibt ja auch Argumente wie, wenn man die Dark Souls-Spiele und so spielt, da könnte man ja theoretisch Multiplayer anmachen, sich jemanden zur Hilfe holen und so. Und das hat ja damit eine Hilfe. Ist für mich kein Gegenargument, sondern nochmal ein klares Argument dafür, dass man sich hier aktiv dafür entschieden hat, sowas nicht reinzubauen. Weil man es einfach nicht wollte, ne? Und jetzt habe ich den Faden verloren. Ich weiß gar nicht, wo du hin wolltest. Ja, ich weiß auch nicht. Also pass auf, der Deal ist, das haben Leute gesagt, ja, aber die Souls-Spiele, die haben ja quasi sowas wie einen Easy-Mode, weil du kannst Leute beschwören, richtig? Richtig. Jetzt nur die Sache, das ist ja von denselben Machern. Das heißt, diese Macher haben sich bei dem einen Spiel dafür entschieden, sowas einzubauen und bei dem anderen nicht. Das heißt, von Entwicklerseite ist doch eigentlich klar, sollte Sekiro einen leichten Modus haben, ist die Antwort nein, weil sie haben ja keinen eingebaut. Und es gibt aber andere Spiele, wo sie sowas eingebaut haben, also verstärkt das nochmal, dass man es hier in dem Spiel definitiv nicht wollte. Weil man wollte, dass die Leute das Spiel lernen. Das Einzige, was man vielleicht im Nachhinein einbauen könnte, wäre ein klareres Tutorial oder sowas, ja. Da könnte man sagen, als Entwickler, oh, wir haben Fehler gemacht, die Leute verstehen nicht so ganz, was sie machen sollen. Vielleicht versuchen wir es ihnen besser zu erklären, aber ich glaube nicht, dass die jemals wollten, dass man den Dingens. Aber ich nehme an, wenn es eine Twitter-Frage war, richtet sich ja die Frage dann nicht an die Entwickler selbst, sondern an die Community-Follower, das Twitter-Nutzer. Ja, das ist richtig, aber das ist, wie eben schon gesagt, ja die falsche Frage, weil das Spiel ist ja schon draußen. Ja, gut, das heißt, man müsste die allgemeiner stellen. Na gut, ob Sekiro einen bekommen sollte, man kann ja immer noch nachpatchen. Wir sind ja heutzutage in einer Welt, ja, es hat ja jetzt letzte Woche Furi, also diese Woche war das sogar, sind ja am Samstag, hat einen Patch bekommen, das Spiel ist glaube ich über ein Jahr alt oder so, wo es quasi sowas wie ein Easy-Mode bekommen hat, wo du
Also ganz kurz, Furi ist das beste Spiel in dem Jahr, wo es rausgekommen ist. Das ist übrigens 3 Jahre alt. Oh. Boah. 2016 erstmals erschienen. Und das klatscht ein Bosskampf nach dem anderen. Das ist so das Dings. Ja, das ist Furi gewesen. Und jeder von den Bosskämpfen ist halt ein Kampf. Und wenn du irgendwann verloren hast, dann musst du ihn von vorne anfangen. Jetzt haben sie eingebaut, dass du in jeweiligen Phasen starten kannst, den Kampf. Dass du Phasen überspringen kannst. Ich glaube, dass du komplette Bosse überspringen kannst. Und dass du quasi wie so Save States dir setzen kannst. Oder sowas. Das heißt, wer keinen Bock hat, das zu spielen, muss quasi nicht spielen, sondern kann sich die Story gönnen. Wo ich aber sagen muss, das macht das Spiel schlechter in diesem Fall wirklich. In Sekiros Fall würde ich das jetzt nicht sagen, wenn es so irgendwie einen Easy Mode geben würde, dass das Spiel schlechter macht. Es macht halt die Erfahrung schlechter. Aber das Spiel an sich bleibt ja das gleiche. Bei Furi ist es so, diese Bosse werden logischerweise immer schwerer, so, ne? Und ganz am Ende, also storytechnisch ist es ja so, du bist irgendwie ein Gefangener auf diesem Planeten und du kriegst erst nach und nach mit, dass das vielleicht auch einen guten Grund hat, dass du gefangen wurdest und dass halt diese krassen Sicherheitsmaßnahmen gemacht wurden, dich quasi innerhalb von 7 Layern irgendwie unter der Erde einzusperren, dass du da nicht rauskommst. Und der allerletzte Boss ist einfach nur der Mädchen aus irgendeinem Dorf auf der Oberfläche, die ja, dass sich quasi freiwillig gemeldet hat, die letzte Wächterinstanz zu sein. Und das merkt man für mich gameplay-technisch daran, dass sie auch der einfachste Boss ist. Das heißt, es ist, und das ist quasi ein Story-Element, dass dieser Kampf einfacher ist als die davor, aber dass der halt da ist, wo er ist, weil das Mädchen halt trotzdem ihre Welt beschützen muss und das, was du machst, ist eigentlich falsch. Fragezeichen, Ausrufezeichen, ist das richtig? Das heißt, da finde ich, dass sie das jetzt eingebaut haben, haben sie so ein bisschen diesen coolen Aha-Effekt ruiniert. Aber ist ja den ihr Ding, das Spiel ist 3 Jahre alt. Wenn sich das jetzt dadurch mehr verkauft, dann nur zu. Die haben ja ihr nächstes Spiel für 2020 angekündigt, was ich immer noch eine Frechheit von einem Indie-Entwickler finde, der ein gutes Spiel rausgebracht hat, dass man dann sagt, ja, und unser nächstes Spiel, das kommt in einem Jahr. Freut euch schon mal drauf. Nice. Ja, also nachpatchen könnte man das, aber finde ich ehrlich gesagt, außer Furi würde mir da jetzt keiner einfallen, der sowas auch jemals gemacht hat, nochmal einen Easy-Mode reinzupatchen. Es gibt sicherlich einige Spiele, mir fällt jetzt zwar auch keins jetzt aus dem Stegreif an, aber ich glaube, es gibt einige Spiele, wo man dann nochmal Easy-Modes nachgepatcht hat oder halt, ich finde insgesamt, die Debatte ist halt den falschen Punkt gedreht, weil Easy klingt dann immer so nach wirklich einem Schwierigkeitsgrad, wo man dann einfach nur in der Regel halt die HP-Anzahl der Gegner senkt oder den Schaden, den die Gegner aus deinem senkt und solche Sachen. So ein bisschen wie Kingdom Hearts in normal. Genau so, es ist halt im Grunde einfach nur so wirklich, wenn du halt wirklich irgendwie Shooter spielst oder auch Rollenspiele, erhöhe den Schwierigkeitsgrad. Die KI wird nicht schlauer, sie erlernt in der Regel keine neuen Moves oder so, sondern ja, ein bisschen Werte drehen. Fertig ist der Lack und dann hast du halt einen schweren Modus, einen leichten Modus, einen normalen Modus etc. Stattdessen wäre halt eher die Frage angebracht, ob man nicht auch bei From Software spielen, oder im Falle jetzt von Sekiro genau gesagt, halt solche Assistenzmodi einbauen könnte, die halt einfach den Spieler unterstützen, wenn er das möchte. Die müssen aktiviert werden, selbst vom Spieler manuell aktiviert werden. Die werden nicht einfach von Anfang an, ja gut, ihr macht, tschüss, ist so unsere Intention, sondern die musst du halt wie ein, wie heißt das, jetzt komme ich nicht auf den Namen des Spiels, aber zum Beispiel in Darkest Dungeon gibt es einen Modus, wo du halt eine bestimmte Funktion des Spiels deaktivieren kannst oder ein bestimmtes Feature des Spiels deaktivieren kannst, wodurch das Spiel einfacher wird und weniger nervig an manchen Stellen. Aber die musst du erst in den Optionen oder einen bestimmten Reiter halt aktivieren und die Entwickler warnen dich davor halt, wenn du das so machst, ist das dein Ding, das Spiel wird dadurch einfacher und es verfolgt nicht mehr unsere Intention, wie wir das Spiel mehr gedacht haben. Aber du kannst das ja noch aktivieren. Darüber habe ich mir auch letztens Gedanken gemacht, so jetzt nachdem wir hatten diese Debatte schon mal in WhatsApp geführt, so ein bisschen. Und
man muss ja mal dazu sagen, wenn es den Zweck dient, dass mehr Leute daran Spaß haben, das Spiel als solches zu spielen oder auch einfach nicht so frustriert sind, weil ich mal den Punkt relevant finde für jemanden, der nach der Arbeit einfach noch so 1-2 Stunden ein Spiel spielen möchte, dann möchte diese Person halt meistens auch einfach Progress haben. Und solche Spiele wie From Software oder auch Sekiro neigen nun mal leider dazu, dass je nach Boss oder je nach Typus Spieler, der du bist, es sein kann, dass du zum Teil 2-3 Stunden an demselben Boss sitzt und keinen Progress hast oder der Typ dich einfach immer mehr frustriert, weil du nun mal, man muss dazu sagen, wie es nun mal ist, du wirst nicht, gerade von der Konzentration her wird es, glaube ich, nicht besser, wenn dich derselbe Boss so 3 Stunden lang geklatscht hat. Dann bist du einfach irgendwann nur noch total geladen und da hilft das nicht. An dementsprechend denke ich aber auch, gerade so in dem Spiel selbst, würde hier an Wertedrehen nicht viel bringen, um das Spiel, also die Spielerfahrung zu verbessern. Weil wenn du die Probleme von vielen Leuten in dem Spiel anguckst oder auch so von den Debatten als solches die beobachtest, ist das Problem hier weniger, dass die Bosse zu viel Schaden machen oder du hast zu wenig Leben als solches, was halt bei From Software Spielen schon oft der Fall war, sondern viele Probleme hier einfach wirklich daran liegen, dass die Leute nicht parieren, richtig parieren können oder sie Gegner zu schnell sind und dementsprechend nicht richtig parieren werden können von denen. Und das Parieren ist ein großes Problem für die. Jetzt müsste man sich darüber Gedanken machen, wie hilft man den Leuten, das rumzudrehen, dass sie daran Spaß haben, wenn das sozusagen der Hauptelement des Spiels ist. Jetzt hat der Rasio damals in der WhatsApp-Debatte zum Beispiel das aufgemacht, dass Gegner einfach langsamer sind oder dass die Animationen hier so ein bisschen nicht fließender sind, sondern, wie soll ich sagen, so ein bisschen ausgebaut ist, sodass du wirklich eher wahrnimmst, was passiert. Gerade ein großes Problem der Gegner ist halt, was worüber ich vorhin erzählt habe, dass wenn dieses rote Kanji aufpoppt und du siehst, okay, jetzt muss ich springen, jetzt muss ich reagieren auf den Thrust, das sind meistens die Attacken, die das Spiel für dich beenden. Also oft ist das ein Angriff, der dich umbringt, weil du dann nicht rechtzeitig darauf reagierst. Jetzt könnte man sagen, okay, im Schnitt ist das Zeichen meistens so eine maximale Sekunde da. Ich würde sagen eine halbe. Und dann hast du noch so eine halbe Sekunde, bis er diesen Angriff ausführt. Und dann musst du reagiert haben. Jetzt könnte man sagen, okay, mit diesem Modus ist dieser Move an sich langsamer und du hast mehr Zeit darauf zu reagieren. Oder du hast einfach so 1-2 Frames mehr dazu reagieren. Oder was ich vielleicht anbieten würde in so einem Easy-Mode, ich weiß nicht, wie sie es umsetzen könnten, aber würde ich sagen zum Beispiel, dass du selbst nicht mehr kein Haltungsbalken mehr hast. Dass du zum Beispiel, dass Spieler einfach mehr blocken können oder mehr parieren als solche, dann auch einfach sich weniger darauf konzentrieren müssen, wie sie blocken oder wie sie parieren. Ich denke, das würde mehr den Leuten helfen, als wenn du jetzt an den Angriff, an dem Schaden oder an dem Leben drehen würdest. Weil das ist so das, was ich so beobachtet habe, das größte Problem der Leute, dass sie es nicht richtig hinbekommen, die Gegner zu parieren als solches. Und das dementsprechend das Spiel unglaublich schwerer für sie macht. Jo. Ich finde immer noch die Frage bei einem Spiel, was jetzt schon existiert, einen Easy-Mode reinzubauen, ist irgendwie die falsche Frage. An sich ja, insgesamt... Ja, ich kann verstehen natürlich, wenn es um die Intentionen des Entwicklers geht, das natürlich auch, das kannst du halt dann... Ja. Wirklich in jeden Aspekt eines Spiels sagen. Ja, wenn kann man irgendwas auch. Irgendwas rauspickst und wenn du einen Easy-Mode in Sekiro haben möchtest, dann mod ihn dir doch selbst. Das sag ich jetzt. Der kommt auch. Grundspieler können in der Regel nicht modden. Ja. Ich hab letztens eine Mod gesehen, die hat, da war jemand unzufrieden mit den Übersetzungen in dem Spiel. Vieles ist da falsch und hat quasi, viele Wörter und Dialoge und so umgemoddet. Meinst du den Uhu? Nee, auch die englischen Sachen. Die japanischen, ja, ja. Zum Beispiel ja, so dieses, wo du hinkommst, dieses göttliche Anwesen, ja. Da wird irgendwie von Urquelle oder so geredet. Aber es kann auch, also es ist dasselbe Schriftzeichen, was für irgend so eine alte Familie benutzt wurde. Und wenn die dort benutzt wird, macht das alles eigentlich viel mehr Sinn, weil die auch mit den Ashina irgendwie viel zu tun hätte und so weiter und so fort. Mhm. Und dann merkst du halt, hey, das hat doch gerade das ganze Spiel verändert, dass das so käse übersetzt ist. Ja, das macht halt auch mehr Sinn mit dem Takeru und so halt. Dieser einzige wirklich story-relevante Punkt, dass es schon mal so einen Holy Hair vorher gab, der so Divine Hair gab, der diesen Effekt hatte und das alles. Ja. Ja. Aber das ist jetzt irgendwie abgedriftet.
Aber insgesamt, das ist die Überleitung ins nächste Thema, das hebe ich mir für später auf. Der ist gut, den muss ich mir aufschreiben. Gibt's dazu noch was zu sagen? Ich würde das gerne sagen, ich finde die Debatte halt durchaus interessant und sie wiederholt sich ja bei jedem From Software-Spiel. So gut, früher bei Demon's Souls noch nicht, weil da war es halt alles noch neu, aber sie wiederholt sich immer wieder und wie gesagt, wir haben es schon angesprochen, die Souls und Bloodborne-Spiele, in Klammern Spiel, hatten ja schon solche Assistenzsachen, denen du halt jemand beschwören konntest, Sekiro jetzt nicht. Warum auch immer, warum sich das Team dafür entschieden hat, vielleicht Budgetgründe, vielleicht tatsächlich künstlerische Gründe, whatever. Es hat Gameplay-Gründe. Ja, das ich glaube auch, mit dem nicht. Rumhacken, ja. Genau, da kann man sich ja theoretisch was anderes einfallen lassen, das ist durchaus, weil Intention schön und gut, aber Intention macht halt nicht irgendetwas kritikfrei. Ja gut, aber du musst dazu sagen. Und da kann man das immer noch mit reinhaken, ob man, wie gesagt, wenn man sagt, keine Ahnung, der Gegner ist halt dann langsamer, du hast halt wesentlich mehr Zeit zum Reagieren, zum Parieren und solche Dinge, die kann man durchaus einbauen. Es geht natürlich ein bisschen konträr natürlich, aber auch, falls ich denke, dass halt From Software mittlerweile oder schon seit längerem halt ein Image hat von dem, das sind die Leute, die halt noch schwere Spiele machen. No. Und da ist dann vielleicht auch so ein bisschen im Hintergrund. Sie würden vielleicht sowas einbauen können, von den reinen Möglichkeiten her, aber weigert sich ein bisschen, um auch vielleicht ein bisschen das eigene Image halt so aufrechtzuerhalten, dass wir sind halt etwas, die etwas schwereren Spiele machen. Es ist halt auch so dieses mit, ich denke, ein großer Punkt ist dieses, du hättest es mal, was nicht zu invasiv ist, so, weil, wie du schon meintest, ja, man hatte damals diese Unterstützung mit dem Multiplayer und das alles und trotzdem hattest du ja immer diese Debatte, immer noch, wie du meintest, halt auch, dass trotzdem sie vielleicht daran denken sollten, einen Easy-Mode zu bauen oder etwas, was den Leuten ein einfaches Element gibt, trotz, dass du diesen Punkt hattest mit, du konntest das Spiel zusammen spielen, als solches, was dir die Möglichkeit gemacht hätte, es einfacher zu machen, oder du könntest jemanden für einen Bosskampf beschwören, der dir enorme Probleme macht, um ihn einfacher zu besiegen. Und dementsprechend denke ich gerade so für From Software dieser Punkt jetzt, sie haben ja angekündigt wohl, dass sie einen Easy-Mode machen wollen, beziehungsweise was einbauen wollen, dass es Leuten hilft. Und jetzt etwas einzubauen, was nicht zu invasiv ist für die Leute, dass ihre Spielspaß nicht genommen wird, weil wie ich die Gaming-Community kenne, kann ich mir vorstellen, dass es Leute gibt, die sich jetzt darüber beschweren, dass es zu schwer wird, dass es zu schwer ist, die sich dann auch noch beschweren, dass wenn sie den Easy-Mode anmachen, dass es jetzt zu einfach ist. So, es gibt ja auch da mit dieser Debatte immer wieder Leute, die sagen, ja, auf Jagdkacke verschweren machen und mit Git gut und so weiter um sich werfen und sonst was. Wo ich mir denke, ey, wenn jetzt jemand sich das Spiel halt einfacher macht, das nimmt dir ja nicht die Spielerfahrung von deinem schweren Spiel, dass du es geschafft hast. Denn theoretisch kann man sagen, wenn jemand halt diesen Modi aktiviert werden, zum Beispiel, halt kann er keine Achievements mehr freischalten oder Trophäen oder whatever shit. Du hast ja unendlich Möglichkeiten quasi als Entwickler, ja, solche Sachen zu integrieren. Ja, was mich ich meine, zum Beispiel bei Celeste, ein ebenfalls recht schweres Spiel, ein Jump'n'Run, 2D-Pixel-Jump'n'Run, gibt es halt auch die Möglichkeit, halt, dass du in den Optionen sagen kannst, ja gut, ich verringere die Spielgeschwindigkeit auf 90%, um halt Sprung etwas mehr Zeit zu haben und den Abstand besser einschätzen zu können, solche Sachen. Der Unterschied ist da kannst du sogar alles runterstellen und das Spiel ultra einfach machen oder relativ einfach machen im Vergleich zum normalen Spiel. Du bekommst dennoch alle Trophäen. Ja. Na, hier ist es halt so, was ich so nicht mag momentan an der Debatte, weil ich finde, sie ist ein bisschen ausgeartet in der Weise, dass From Software zum Teil echt aktiv angegangen wird, dass das Spiel zu schwer sei und das nur, dass ihre Intention sei, den Leuten den Spielspaß zu nehmen. Das finde ich ein bisschen unangenehm. Ja. So. Also, das ist halt leider unmöglich, weil so in Wanda gibt es die einen halt wirklich, ja, die halt auf diese extremen Git-Gut-Atmosphäre schwimmen, die anderen, ja, die natürlich sagen, ja, fickt euch, wir wollen auch Spielspaß haben, sie gesagt. Da einigt man sich immer so in dieser, man igelt sich da ein bisschen ein in der eigenen Sache und auf den beiden Seiten gibt es dann halt natürlich Leute, die halt so die extreme Schienen wieder fahren. Wie und das ist natürlich sehr nervig. Wie gesagt, ich finde, die Debatte sollte halt nicht darum gehen, um einen einfachen Schwierigkeitsgrad, sondern tatsächlich um halt Unterstützungsmodi, wo man einfach sagt, okay, wer halt dennoch Hilfe braucht, kann natürlich sowas einschalten, muss damit aber leben, dass er dann vielleicht eine etwas andere, / schlechtere Spielerfahrung hat, als derjenige, der halt wirklich das Spiel so spielt, wie es halt ein From Software oder sonst irgendein Entwickler gewollt hat. Muss man halt gucken. Also ich finde, die Debatte wird natürlich immer wieder auftauchen, weil From Software auch mit jedem Spiel jetzt im Fokus steht. Das ist nicht mal das kleine japanische Entwicklerstudio, das mit Demon's Souls da auf einmal so ein, ja, Fernost-Überraschungshit gelandet hat, die auf einmal alle importieren wollten, sondern die sind mittlerweile ein relativ bekanntes Studio und die haben großen Erfolg und stehen natürlich dann auch völlig zu Recht in der Debatte und
Da muss man gucken, wie sich das am Ende löst, ob sich das jemals lösen wird oder ob man bei From Software sagt, ja gut, wir machen halt weiter unser Ding. Ich sag dir, wie sich das bei From Software Ich würde sozusagen sagen, ein einfacher Schwierigkeitsgrad oder ein Assistenzmodell hat ein Spiel nicht zwingend verschlechtert, aber es macht es jetzt auch nicht unbedingt besser. Es ist einfach nur eine Erweiterung. Die Jungs bringen jetzt einfach 3 Armored-Core-Spiele raus und dann redet keiner mehr über sie. Ja, dann können sie wieder machen, wieder was sie wollen. Ich meine, wir haben jetzt irgendwie jetzt seit Demon's Souls, glaube ich, hat ja wirklich im Grunde nur noch Spiel, bis auf dieses komische VR-Spiel, was sie hatten, dieses Deracine, fast nur Spiele abgeliefert, die im hohen 80er und niedrigen 90er Metacritic-Segment angesiedelt sind. Da stehst du natürlich dann auch wirklich mehr im Fokus als ein Entwickler, der halt wirklich, weiß ich nicht, die Super Meat Boy-Jungs, die stehen jetzt nicht so im Krieg, obwohl das auch ein relativ schweres Spiel gewissermaßen ist, um Easy Modes und solche Sachen, weil, ja gut, die kennt halt wirklich relativ wenige Leute. Das schwerste Spiel, was ich jemals in meinem Leben gespielt habe, ist Mario Maker. Warum gibt es Mario Maker in Easy Mode? Ja gut, Mario gibt's. Wie gesagt, es gibt ja auch immer genau das Gegenteil. Es gibt ja auch Leute, die halt dann bei einem Yoshi-Spiel, bei einem aktuellen Yoshi-Spiel, bei Kirby oder wie es hier so ein bisschen durchgedrungen ist, bei Kingdom Hearts 3 sagen, das ist eigentlich zu einfach. Ich schreibe die Dings. Was wollte ich sagen? Ich schreibe bei Mario Maker jeden Typen einzeln an, warum er von seinem Level nicht in Easy Mode gemacht hat. Ich hätte gerne die volle Experience, du und so. Nee, deswegen. Also, ich freue mich auf die nächsten 3 Armored Core Spiele, weil ich bin mir sicher, 2 kriege ich. Da bin ich absolut überzeugt. Weil man kann es nicht relativ einfach zu erklären. Hier, die sammeln Geld. Miyazaki und sein Team sammelt Geld, um das nächste Armored Core Teil rauszuhauen. Dann kommt der nächste Armored Core Teil von dem Geld, was sie gesammelt haben, wird voll kacke, aber die Leute kaufen es alle, weil es ein From-Software-Spiel ist. Wird nicht voll kacke, wird halt Armored Core. Ja, richtig. Also voll kacke. Also für die Leute halt wird es kacke, so, die einen From-Software-Spiel erwarten. Weil wenn ich mir solche, ab und an gucke ich mir noch so alte Videos zu Armored Core an oder so Videos von Kennern von Armored Core, das ist immer witzig, wenn sie dann so sagen, so, ja, du hast zum Beispiel keine Item-Level als solches, du kannst jedes Item nutzen und je nachdem setzt du es halt anders ein. Und dann so ein Typ so, aber ist doch voll scheiße, dann weißt du doch nicht, welches Item gut ist. Und dann so, ja, das musst du halt sehen, welches Item gut ist. So, das gehört halt zur Armored Core-Erfahrung. Und denkst du so, ja, pack das in den Westen wieder und die Leute werden voll ausrasten, dass das voll scheiße ist. Und das ist so der Punkt, da freue ich mich so drauf. Da kommt das neue Armored Core-Teil von dem Geld, was sie gesammelt haben. Die Leute kaufen es alle. Und Miyazaki sagt, ich bin schon so, oh, Riesenerfolg, Armored Core, produziert den nächsten Teil. Dann hast du so bei Metacritic irgendwie so eine 40er-Wertung oder so. Aber es ist scheißegal, weil die Leute es alle gekauft haben und sie deswegen einfach schon den nächsten Teil rausbringen. Ja, also Armored Core ist auf jeden Fall ein guter Kandidat. Bloodborne 2 ist der nächste Kandidat für mich, der da irgendwie entstehen wird. Zumindest kann ich mir gut vorstellen, dass Sony da auf jeden Fall gerne Nachfolger für die PS5 hätte, ob das jetzt zum Start der PS5 da sein wird oder irgendwann später. Who knows, aber auf jeden Fall wird da irgendwas sicherlich kommen. Bei From Software finde ich es so wirklich tatsächlich lustig, dass ich tatsächlich auch einige Beiträge gelesen habe oder Twitter-Beiträge und Forum-Beiträge, wo einige Leute sprechen von From Software und Jungen im Studio. Denke ich mal so, Leute, das Studio ist schon recht alt. Die machen schon seit der PS1 Spiele. Und die ist schon ein paar Jährchen in die Jahre gekommen. Also. Die Sache ist, die Leute kennen From Software halt meistens nur von denen hier. Ja, guck dir mal Kingsfield an. Und ja, richtig. Es ist halt so Kingsfield oder auch hier, wie heißen sie, Echo Knight und was. Ja, und dann halt Metal Wolf Chaos, weißt du? Ja, ja. Als das auf der E3 letztes Jahr angekündigt wurde, dieses Remaster, dachten auch Leute, was, das ist von From Software? die haben auch ein paar obskure Spiele gemacht und nicht nur Souls. Irgendwo muss das Geld für mehr Armored Core herkommen. Ist halt so, weißt du? Du hast halt Armored Core, erster Teil 1997 und dann so, ja. Und das hat die ewig begleitet. Ich meine, die sind ja mit Souls, haben die ja wirklich so diesen Glücksgriff mehr oder weniger gelandet, dass das da so im Internet dann deine Bahnen geschwungen hat. Wer weiß, wo From Software wäre, hätte das halt nie so wirklich diese Ausmaße genommen. Das ist auch so der größte Witz, wenn du so Miyazaki in Interviews hörst und er eigentlich immer sagt, ja, er möchte jetzt eigentlich mal was anderes produzieren. Er wird nie wieder was anderes produzieren dürfen. Ja, das ist so cool. Also, er und seine Kollegen haben viele Ideen und die Leute haben auch so, boah, viele Ideen für Dark Souls 4. Ja, das ist halt so irgendwann ein bisschen der Punkt und ich bin sehr gespannt, wo der Weg von From Software hingeht, denn
Auch wenn sie jetzt natürlich gute Spiele abliefern, man darf nicht vergessen, es gab auch ein paar andere Studios, die in der Vergangenheit sehr große, coole Spiele gemacht haben und dann in den richtigen Fehlgriff gelandet haben und naja, jetzt unter skeptischer Beobachtung. Ja, hier ist halt echt so der Punkt, wo ich drauf warte. So. Also ich bin mir sicher, jetzt halt Bloodborne 2, ja, auf jeden Fall. Armored Core kriege ich auf jeden Fall. Also, da bin ich nirgendwo sicherer. Und ich bin mir auch nach dem Ende von Sekiro sicher, dass du auch ein Sekiro 2 bekommst oder ein großes DLC. Wenn Activision das möchte. Ja, genau, ja. Aber jedenfalls Story-Driven kann ich mir auf jeden Fall vorstellen, dass es kommt. Das erste Mal, dass sie so wirklich ein Ende haben, wo du sagst, weiß ey, ich dann, das könnte kommen. Ob Activision die Rechte an den Namen hat oder einfach wirklich nur Geld gegeben. Ja, aber ich meine, die werden bestimmt auch nicht von alleine, wenn es nach nicht, denen alleine geht, dann machen sie Armored Core. Ich meine, wenn Activision sagt, nö, möchten wir nicht finanzieren, hat uns nichts gebracht, dann gibt es ja sicherlich noch den einen oder anderen Publisher, der sagt, okay, dann machen wir das halt. Und ach so. Ja, ich glaube, bei Zweifelsfall gibt es ja immer so THQ Bandai. Nordic. THQ Nordic. Die kaufen ja eh alles, was bei Agent auftaucht und so. Das war ja irgendwie mit Sekiro eh so eine Debatte mit Bandai wohl irgendwie das Jahr. Sie hatten mit Bandai gesprochen, aber Activision hat mehr Geld gehabt. Das war nicht cool. Also, zwischen FromSoft und Activision gibt es halt auch so eine gewisse Verbindung, weil Activision hatte, dadurch, dass sie das Activision Vivendi, hatten sie ja eine ganze Zeit lang die ganzen Sierra-Rechte und zu Sierra hatte auch eine ganze Zeit lang die Rechte an Tenchu. Und Activision hat sie dann irgendwann an FromSoftware zurückgegeben, glaube ich sogar ohne Gegenwehr oder so, haben gesagt, die brauchen wir nicht, okay, nehmt das ruhig. Dadurch gab es halt schon Kontakt und solche Sachen und eigentlich sollte ja Sekiro ein Tenchu-Spiel werden und man hat dann gemerkt, wir möchten doch irgendwas anderes machen und dann ist halt Sekiro entstanden und Activision hat gesagt, ja gut, nehmen wir. Ich weiß auch nicht genau, wer bei Activision da die Entscheidung getroffen hat. Ich glaube, man wollte sie einfach nur mit FromSoftware schmücken. Das fand ich auch cool. Weil so wenn man sich so das restliche Line-Up von Activision aktuell ansieht, da ist so Sekiro schon ein Außenseiter. Man muss sagen, man hat auch Crash Bandicoot, was ein bisschen nicht so ganz erstmal reinpasst und Spyro, solche Sachen, aber sonst ist ja Activision doch eher so, ja gut, Call of Duty bekannt. Das fand ich eh cool mit Shadows Die Twice als solches, wenn du so hattest, ja, Miyazaki meinte, eigentlich sollte das Spiel nur Sekiro heißen und der erste Trailer hieß halt Shadows Die Twice und Activision kam dann so um die Ecke, der Name ist richtig cool, das behalten wir bei. Und dann so, okay, das ist in Ordnung. Aber ich kann mir das bei Pitches von From Software-Spielen immer cool, richtig gut vorstellen. So, dass Miyazaki kommt so mit seinen Leuten so in den Raum rein, bei den Publishern, hat dann so ein paar Ideen dann, weil immer so ganz oben liegt Armored Core 7, so, also, beziehungsweise halt der geistige siebte Teil, beziehungsweise halt Armored Core 6 eher, je nachdem, wie du halt Verdict einnimmst. Dann kommen die dann da so hin und dann so, ja, hier, Armored Core. Und die hebt so die Mappe hoch, wo Armored Core 6 so draufsteht. Und der Typ so von Activision oder von Bandai oder wer auch immer dann da sitzt, guckt die so an und dann so, was hast du da unten? Sehe ich da Dark Souls 4? Ja? Und so, ja, hier, nimm. Und dann so, okay, wir publishen das. Und die Mappe von Armored Core verschwindet wieder so ins Regal. Bis zum nächsten Mal. Ach, keine Sorge bei Bandai Namco. Die werden noch bis Dark Souls 4 irgendwann kommt noch hoffentlich eine neue Version von Dark Souls 3 und der ganzen Complication raus. Ja. Wird mit jedem mal teurer. Richtig. Die ist ja, glaube ich, die aktuelle Dark Souls Complication mit so einer riesen Figur für 800 Euro. 800 Euro. Okay. Wer bezahlt denn 800 Euro? Aber gibt es sicherlich genügend Leute, die das bezahlen. Irgendwann kriegst du so eine Figur von diesem komischen Kriegercharakter auf den Cover, den 1:1 groß. Ja. Freut sich der Post. Du kriegst die Rüstung. Handgeschmiedet. Ich habe hier so ein 500-Kilo-Paket für sie. Was sind so eine Videospiele? Aber das kann ich mir richtig vorstellen. So. Das kommt auch nicht von Bandai. Also Miyazaki so, hier, wir müssen noch eine Collection rausbringen. So, Armored Core ist zu 90% finanziert. Aber wir brauchen noch eine Collection. Und Bandai so, ja, klar. Also. Ja, bei einer Kickling ist so, würde Armored Core ungefähr so die Produktionskosten von einem GTA 6 haben. Bei den Ambitionen, die sie hätten. Ach ja, naja, ich liebe FromSoftware. Ich finde die Leute auch so lustig. Immer wenn du Miyazaki im Interview hast und wen immer du hörst und mit sagst, ich habe so viele Ideen. Ich würde die gerne alle umsetzen. Und dann also, nein, Dark Souls. Hey, er durfte ja auch hier dieses PlayStation VR-Spiel machen, Derasin. Was vielleicht nie einer gespielt hat. Ja.
Zumindest habe ich davon nichts gehört. Ich habe keine Ahnung, was das Spiel ist. Ich habe mir Vatividias Videos dazu angeguckt. Fand ich ein bisschen strange, das Spiel. Ja, aber wenn du Ideen hast und Geld, warum nicht? Meinte er ja auch so, oh, VR findet er interessant. Dann so, okay, reicht jetzt. Armut, komm, VR. Herr Hunger, also es gibt ja schon jetzt schon bei Sekiro schon, gab es das im Laufe der Entwicklung halt, das Gerücht, dass Miyazaki gar nicht damit so viel zu tun hat, weil er ist ja mittlerweile auch Präsident von From Software, ja. Da dürfte er auch andere Jobs haben. Er ist Präsident der Armut-Core. Das sind zwei andere Projekte involviert, das könnte natürlich eins, könnte Armut-Core natürlich sein, das andere wird, ich würde halt darauf vermuten, dass es halt ein Bloodborne 2 oder so ist. Ja, es hieß ja, zwei unbekannte Projekte stehen auf jeden Fall noch aus, deswegen, mal sehen. Nehmen wir an, dass Bloodborne 2 dann, wenn es ideal läuft, für Sony, denke ich mal, würde man es hoffen, dass man sagt, okay, wir starten unsere PS5 mit einem Bloodborne 2, das wäre natürlich durchaus mal ein Ausrufezeichen, wo man sagen könnte, hey, wir haben zum Anfang mal tatsächlich ein gutes Launch-Spiel, aber ich, wie gesagt, ich kann, bei Sony kann ich mir gut vorstellen, selbst wenn ihr sagt, nee, ich habe keinen Bock darauf, dann würde man wahrscheinlich mit Sony Japan das irgendwie selbst stemmen wollen. Ja, wahrscheinlich. Und selbst wenn es halt, einfach nur ein Mashup von Bloodborne 1 nochmal. Ja, auf jeden Fall besser, ein Mashup von Bloodborne zu starten, als mit, keine Ahnung, Killzone Shadowfall 2. Hey, wenn es genauso hübsch ist wie Killzone Shadowfall, ich bin dabei. Ja, cool. Man geht dann zum Release der PlayStation 5 zu Bandai und sagt, hey, wollt ihr nicht eigentlich nochmal Dark Souls rausbringen? Also nein. Nee, Bandai so, ja. Man kündigt erst Dark Souls 4 an und dann kauft Sony für alle Plattformen, dann kauft Sony zwei Wochen vor Release einfach die Exklusivrechte ein. Für Armut den Epic Core. Game Store auf der PlayStation. So, gut, du wolltest einen coolen Übergang machen, Tim. Nee, ich wollte vorher noch reden, dass die zwei geheimen Projekte beim letzten Pitch wurde so Armored Core auf den Tisch gelegt und so. Yeah. Aber wisst ihr, was uns fehlt und was Nintendo hat? Und dann zeigt er so Pokémon, die haben immer zwei Spiele auf einmal rausgebracht. Das machen wir jetzt auch mit Armored Core. Und dann hast du Armored Core MG und Armored Core Rocket Launcher. Nein, Armored Core MG und Armored Core GM. Das hast du da. Oh, natürlich. Und das ist so, du spielst jeweils einen Piloten auf beiden Seiten und im Finale treffen die dann so aufeinander. Und dann kannst du so, du hast diesen finalen Kampf nur, wenn du beide Titel hast. Und top. Das finanziert dann die nächsten drei Armored Core Spiele. Ja. Mein Metakrieg von 20. Naja, aber meine Überleitung wäre gewesen, dass wir uns um Easy Modes und so weiter ja gar keine Sorgen mehr machen müssen, weil dank Google Stadia kann ja jeder seine Speicherstände, wie er will, in die Cloud hochladen und dann kannst du die einfach runterladen und damit Bosse überspringen. Ist top. Oh, das macht ja den nächsten Boss einfach. Das macht nicht den nächsten Boss einfach. Ja, aber dann wartest du einfach, bis der Lieblings-YouTuber das so weit gespielt hat. Und dann springst du da wieder rein. Ich hab mir das heute nochmal durch den Kopf gehen lassen. Das muss so cool sein. Also, ganz kurz. Google Stadia, das erklärt am besten Sören, weil er kennt sich am besten aus und er hat am wenigsten heute geredet, weil er bei Sekiro nichts zu sagen hatte. Wieso, ich kenne doch alle Geheimnisse von Sekiro. The stage is yours. Ja, Google Stadia, es gab ja schon seit jetzt einigen Monaten, Jahren Gerüchte darüber, dass Google ganz groß ins Videospielgeschäft einsteigen möchte. Angeblich mit einer eigenen Konsole, angeblich mit wirklich mehreren Konsolen, mit mehreren Entwicklerstudios etc. Und jetzt kam halt vor zwei Wochen, glaube ich, drei Wochen, ich weiß gerade gar nicht mehr ganz genau, die Game Developers Conference in San Francisco und Google hat dafür ein eigenes Event angekündigt und schon klar gemacht, ja gut, wir zeigen euch hier halt die nächste Generation des Gamings oder wie sie die Zukunft des Gamings sich vorstellen und dahinter verbirgt sich halt Google Stadia, was ein komischer Name ist, aber im Grunde ist das halt keine Konsole, wie man sie kennt, also keine PlayStation 4, keine Xbox One Konsole, auch kein Handheld Konsolenhybrid wie die Nintendo Switch, sondern es ist ein Streamingdienst und zwar den Streamingdienst, den man schon letztes Jahr im November, September oder so in den USA getestet hat. Da hieß es, glaube ich, noch Project Stream und das ist im Grunde wirklich, halt, wie gesagt, wie man es früher kennt von
OnLive und solche Sachen, halt ein Streamingdienst. Das heißt, das Spiel wird nicht auf eurem Rechner, auf eurer Konsole, whatever, berechnet, sondern tatsächlich auf den Google-Server und dann halt via Videostream auf euren Fernseher, euren Bildschirm, whatever, halt gestreamt einfach. Ja. Ist noch sehr viel unbekannt, vor allem, was muss man ganz sagen, es gibt noch keine Preisstruktur, es gibt noch keine angekündigten Spiele etc. Dazu wissen wir einfach wirklich gar nichts, dazu hat Google noch nichts gesagt. Ich nehme an, da wird man auf der E3 vielleicht ein bisschen mehr ins Detail gehen, denn Google Stadia soll noch 2019 in Europa, in den USA oder zumindest in den meisten europäischen Ländern und in den USA halt und Kanada halt an den Start gehen. Wann genau? Who knows? Wird man auch mal abwarten müssen. Das ist, wie gesagt, sehr, sehr viele Fragezeichen noch, was Google Stadia angeht. Aber es ist halt das, was sie gezeigt haben oder was sie zumindest angekündigt haben, klingt vielversprechend auf dem Blatt Papier. Man hat viel mit technischen Begriffen rumgeworfen, ja. Ne? Genau das. Da hat man wieder das magische Wort Teraflops gesagt. Genau. Also man hat zumindest gesagt, dass theoretisch die Google-Server halt, ich glaube, über 10,7 Teraflops haben. Das ist also deutlich leistungsstärker als alle Konsolen, die es bislang so gibt insgesamt. Ist halt wirklich ein leistungsstarker PC, den man so zu Hause haben kann. Den hat man dann auf den Google-Servern und von da aus werden dann halt die Spiele auf euren Fernseher, Bildschirm, whatever, halt gestreamt. Es wird auch einen Controller geben, der per Wi-Fi theoretisch mit den Google-Servern verbunden werden kann. Das heißt, du kannst theoretisch über den Controller halt, ohne dass du wirklich eine Set-Top-Box brauchst oder so ein Zeug halt einfach tatsächlich das Spiel halt quasi mehr oder weniger überall spielen, wenn du eine Verbindung zu einem entsprechenden Bildschirmgerät hast. Der Controller sah ein bisschen aus wie der Nintendo Switch Pro Controller oder generell Nintendo auch Switch Pro Controller und solche Sachen. Also oder das Xbox Design mehr oder weniger. Ja, warum genau die jetzt noch einen Controller angekündigt? Wobei doch, natürlich haben den Controller angekündigt, die haben ja gesagt, man kann es auf jedem Device spielen, ne? Auch auf Handys und so weiter. Ja. Und wenn du dann quasi einen Controller hast, der auch verbindungstechnisch sich sehr gut von einem zum anderen quasi mitnehmen lässt, dann ist das bestimmt schon angenehm. Ich kenne das Problem, ich habe hier meinen einen PlayStation 4 Controller, den benutze ich für alles und der kommt manchmal ganz schön durcheinander. Und von daher, aber ich glaube nicht, dass Google das besser machen kann. Außer man kann quasi sowas wie verschiedene, na wie sagt man, nicht Layouts, sondern quasi, dass er sich drei Bluetooth-Programmierungen oder so einspeichern kann. Weißt du, dass du dann einen Knopf drückst, ja, und er wechselt quasi von PlayStation zu PC zu Handy oder so. Genau, man hat ja so ein bisschen, also man hat auch vor Ort im Livestream halt eine Demo gezeigt von Assassin's Creed Odyssey, das hat, wie gesagt, war letztes Jahr schon ein Project Stream, hat der Teil in den USA, wo man es testen konnte, und da hat man gesagt, ey, du kannst das auf einen Chromebook testen, was jetzt noch natürlich nicht die Spielleistung schlechthin, man hat auf einem Handy das gezeigt, auf einem leistungsschwachen PC und dann natürlich auf einem 4K-Fernseher, und du kannst halt theoretisch, das Spiel wurde überall synchronisiert und gezeigt, dass das flüssig läuft. Zu Beginn ist halt, glaube ich, geplant 1080p und 30 oder bis zu 60 FPS waren geplant, je nach Spiel halt natürlich, und man möchte in Zukunft dann natürlich auch 4K-Auflösungen über Stream anbieten und irgendwann in Zukunft auch 8K und 120 FPS, was natürlich dann bedeutet, da braucht man schon ordentliche Internetleitung, und das ist das der Knackpunkt bei Google Stadia und allen kommenden Streamingdiensten, denn Google ist nicht alleine in diesem Markt, auch Microsoft hat schon angekündigt, mit Project X Cloud einen eigenen Streamingdienst zu arbeiten, EA hat das schon mal angedeutet, dass man überlegt, einen eigenen Streamingdienst zu implementieren in Origin etc. Also da wird einiges kommen, das wird tatsächlich ein Teil der Zukunft des Videospiels sein, ob wir das wollen oder nicht. Das wird auf jeden Fall erstmal kommen, ob sich das durchsetzt. Wir werden die nächsten Jahre zeigen, aber da wird es dann natürlich aufs Internet ankommen, und wer da wahrscheinlich jetzt irgendwie, weiß ich nicht, mit einer 5K-Leitung rumkrebst, der wird wahrscheinlich an Google Stadia etc. keinen großen Spaß haben. Aktuell sind geplant, dass man da Minimum 25.000er Leitung haben muss. Man wird zwar auch mit niedriger sich verbinden können, muss aber rechnen, dass wahrscheinlich dann die Bildqualität natürlich sehr grisselig ist. Ich weiß halt nicht mehr. Ich glaube, mittlerweile sind das gar nicht mehr so viele Leute, die sowas betrifft, dass das niedriger ist. Aber es ist halt trotzdem kacke. Wir reden ja immer noch von Deutschland, und ich muss sagen, dass es auch in Deutschland noch immer einige Orte gibt, wo halt
vielleicht die theoretisch die bis zu 50.000 oder mehr haben können, aber dann im Endeffekt halt gar nicht so viel ankommt oder es sehr oft unterbrochen wird etc. Und also es gibt noch einige Punkte, die man bei Google Stadia, wie gesagt, diese Streaming-Zukunft sehr fragwürdig erscheinen lassen, zumindest hier in Deutschland. Es gibt ja ein paar Länder in Europa, die ein bisschen besser in Sachen Internet aufgestellt sind als unser Land. Aber was würde ich sagen? Ich glaube, also ich kann, für uns ist es ja kein Problem, Punkt. Das wollte ich sagen. Ich kann mir auch kein schlechteres Internet mehr vorstellen, weil ich habe ein bisschen Angst, dass dann mein 4K-Fernseher umsonst ist, wenn die Netflix-Streams und Co. nicht mehr in 4K laufen können. Weißt du, was ich meine? Ja. Und, das ist natürlich immer so ein Problem, wenn man dann irgendwann sich... Wir sind so, immer abhängiger von... Standard gewöhnt haben. Das ist richtig, wir sind da immer abhängiger von momentan. Und die können jetzt aber halt auch bei solchen Entwicklungen nicht mehr davon ausgehen, ja gut, es gibt immer noch Leute, die haben es halt scheiße. Ne? Ja. Da muss man irgendwann mal drüber gucken und hoffen, dass es nicht mehr so scheiße haben. Beziehungsweise wenn dann da wirklich auch die Entwicklung immer mehr in die Richtung geht, dass das ja auch vielleicht indirekt ein bisschen Druck an Provider macht, die dann in der Bringschuld stehen. Aber da ist man in Deutschland ja natürlich so ein bisschen an der Telekom mehr oder weniger gebunden, zumindest in dem normalen Ding. Bei Kabel hat man ja Vodafone zumindest und Unity Media noch. Vielleicht ist es irgendwann eins Vodafone, aber ich glaube, da hat aktuell das europäische Kartellamt gesagt, nö, das geht's. Von da, aber dennoch wird man, wie gesagt, das ist alles ein bisschen abhängig. Wir würden mal gucken, vor allem jetzt, wo wir erst vor kurzem die Artikel 13-Debatte hatten, etc. Das Internet in Europa ist es vielleicht aktuell generell nicht so gut bestellt, erstmal, um den Internet. Ja, mal gucken, wie gesagt, wir sehen ja, Punkt, wir können, wie gesagt, nicht zur Qualität der Spiele sagen, etc. Man hat davon wirklich nicht viel gezeigt. Es gab mal ein paar Vorortberichte, die gesagt haben, ja, das hat sich schon echt eigentlich ganz gut angefühlt. Die Latenz war zwar bemerkbar, das ist natürlich, man muss bedenken, auch es ist eine Latenz da, weil natürlich dann mehrmals gesynkt werden muss, einmal zwischen Google und dem Spiel und das Spiel natürlich mit eurem Controller und euren Eingaben etc. Das ist alles, es ist bemerkbar, vor allem in Spielen, die, ich kann mir vorstellen, Sekiro und so, könnte das ein bisschen vielleicht problematisch werden, wenn es da wirklich auf so einen Bruchteil einer Sekunde drauf ankommt, dass du vielleicht eine bestimmte Eingabe erfolgt und die vielleicht ein bisschen später kommt, dass das ganz schnell frustrierend werden könnte. Google verspricht aber, dass die Latenz sehr niedrig sein soll im Vergleich zu was man sonst so von bisherigen Streaming-Diensten kennt. Das heißt, wahrscheinlich für das gezeigt, Assassin's Creed Odyssey wird es wahrscheinlich nicht ganz so relevant sein. Für einen schnellen Online-Shooter wie Quake oder Unreal Tournament oder halt Prügelspiele, glaube ich, könnte das ein K.O.-Kriterium trotzdem. Vorteil natürlich, es gibt keine Spiele mehr wie Unreal Tournament, von daher ist das eigentlich alles ausgeschlossen. Man muss aber auch dazu sagen, wenn zwei Leute einen Beat'em-up spielen über diesen Streaming-Dienst, hey, dann hat sich das Problem wieder gelöst. Ja, dann haben beide das Problem. Ich weiß nicht, ob das dann noch so spannend ist, wenn beide einfach nur noch so quasi, na gut, random ist es natürlich nicht, aber dennoch, wo dann verzögert alles ankommt und man nicht mehr richtig reagieren kann. Das ist natürlich, wie gesagt, für E-Sports ist das, glaube ich, nichts. Es könnte aber sehr spannend sein, wie halt Google sich weiter vorstellt, denn es ist ja nicht einfach nur so ein Streaming-Dienst, du kaufst dann so über eine Plattform ein Spiel für 50 Euro, 60 Euro und dann kannst du halt direkt starten. Google verspricht, dass man halt 5 Sekunden braucht, keine Downloads mehr hat, keine Patches etc., was gleichzeitig übrigens auch Modifikationen massiv erschwert, das wenn ich da ausschließt. Das ist auch noch ein Ding, was man zumindest am PC sehr stark beachten soll, das wird alles sehr nicht so ganz so nett, das ist also wirklich schon so etwas, was man als Bequemlichkeit sehen möchte in so einem Dienst. Sie verstehen auch, dass man zum Beispiel auf YouTube gibt es zum Beispiel jetzt einen Trailer ein zum nächsten, nächsten tollen Rollenspiel und am Ende des Trailers kriegst du dann den Link, hey, du kannst das Spiel jetzt bei Google Stadia ausprobieren, du kannst es spielen, drück einfach drauf und innerhalb von wirklich wenigen Sekunden sollst du dann im Spiel sein. Ist natürlich eine coole Vorstellung. Guck mal, mein Lieblingspart an der Vorstellung ist, was ich eben sagen wollte, bevor ich gesagt habe, wir sollten vielleicht erstmal erklären, was das überhaupt ist. Stell mal vor, du guckst ein Let's Play oder so, ne? Und dann hört das Video auf an einer bestimmten Stelle und dann kannst du ab da einfach weiterspielen. Also da muss dann natürlich kommen,
Also Google hat irgendwie angekündigt, jeder kann quasi seine Saves hochladen und so, ne? Dann müsste Genau. das der Let's Player quasi auch so wollen. Was Also aktiviert natürlich, haben die Funktion. wo ich noch sagen würde, vielleicht wollen die es nicht, weil dann haben die Angst, dass die Leute sein Video nicht weitergucken, weil dann wissen sie ja, wie es weitergeht. Und Das hält so. sie doch auch nicht auf. Also, das hält sie ja Aber heutzutage schon nicht auf. klar, sonst wäre Telltale Games nicht bankrott gegangen, wenn das die Leute aufhalten würde. glaube, Telltale Games hat ein paar andere Probleme, die eher im Management anzusiedeln sind. Nee, ich glaube, den ihr größtes Problem war Gronkh und Ja, aber seine Let's Plays. wo man gesagt hat, ey, du kannst zum Beispiel, wie gesagt, zum Beispiel, man könnte sich vorstellen, Mario Maker und solche Dinge halt, da gibt es ja schon solche relativ ähnlichen Segmente, hast du halt quasi mehr oder weniger. Dort teilst du natürlich deine Level-ID, hier kannst du dann direkt dein Save-Game teilen, zum Beispiel, wenn du, weiß nicht, wirklich tatsächlich ein Mario-Spiel hast oder ein Jump'n'Run einfach, Jump'n'Run X, und du kommst an einer bestimmten Stelle nicht weiter, oder kannst halt quasi den teilen und ein Freund kann für dich weiterspielen in dem Moment. Oder du sagst immer so, hey, knack doch mal meine Zeit in Spiel Y. Und du überträgst halt direkt das Safe-Game und der kann dann direkt dann gucken, ob er die Zeit schlägt oder halt nicht und solche Dinge. Ganz kurz, limitiert gibt es das mit dem Zusammenspielen ja quasi auch schon auf de oder ein Freund spielt auf der PlayStation, aber das nutzt halt irgendwie keiner. Ja, Vor weil es auch allem, weil kaum es auch beworben wird. vom Setup her auch ein bisschen länger dauert und so. Ich weiß, ich habe einmal zusammen mit Yoda Tekken Bowling gespielt. Und Wow, das war sehr nice. gut. Da gab es auch keine Latenzprobleme, aber normales Tekken haben wir gar nicht probiert. Wie gesagt, Gab's das? das gibt es natürlich auf der PlayStation, aber es wird ja auch kaum beworben. Das wurde einmal angekündigt, ja, wir haben das und dann Gab's ja, das nicht ist halt damals irgendwo. auf? Gab's das nicht damals auf dem DS mit Mario Kart oder so? Ja, das gibt es auch heute Ja. noch auf den 3D-Spielen, dass Ja. du so dieses Play-Game, oder ich weiß nicht genau, wie es heißt, halt hast, dass du Ja. tatsächlich nur einer die Spiel kopieren muss und kann dann halt über das Wi-Fi halt teilen mit anderen Leuten in der. Das war der Shit auf jeder Klassenfahrt im Boys. Ja, Ja. Mario. Gab es auch noch ein paar andere Spiele, die das unterstützt Ja, haben. Mario Party DS. Das Okay. ist fucking lit. Was auch natürlich sehr spannend ist, wie gesagt, was wir gesagt haben, wie gesagt, bei YouTube, es wird auch die Funktion geben, dass du zum Beispiel, wenn du ein Spiel nicht weiterkommst, dann der Controller und auch Google Stadia selbst werden vom Google Assistant unterstützt. Das heißt, du kannst dann sagen, hey, liebe Google-Dame da, liebe Google-KI-Dame, ich komme hier bei Spiel X nicht weiter, hilf mir doch mal. Und die soll dann automatisch erkennen, ah, Also du ich bist an der dachte, das wäre Stelle ein und echter sucht den Mensch. automatischen Walkthrough und automatisch an die richtige Stelle im Walkthrough raus, damit es dir zeigt, wie es weitergeht. Ich dachte, das wäre ein Die. echter Mensch. Verdammt. Ich habe das Nein, falsch Trash. verstanden. Ich habe mich schon beworben. Was mache ich jetzt? Ja. Ja, ich hoffe, du hast deinen Job noch nicht gekündigt. Das wäre so cool für Sekiro. So. Die KI zeigt dir so, get good. Ich finde das tatsächlich, ist das so technisch, würde ich sagen, ist das mega interessant, auch das mit YouTube und solche Sachen. Es ist nur, ich finde es vom wirtschaftlichen oder zumindest vom Competition-Aspekt her halt sehr fragwürdig, weil Google als Suchmaschine und YouTube gehört auch zu Google, logischerweise, wird dann automatisch zu einer Art vorgeschalteten Storefront und man muss sich fragen, fast jeder nutzt heutzutage Google als Suchmaschine, fast jeder nutzt YouTube, um sich Videos anzusehen oder um Trailer sich anzusehen. So pro Steam oder halt auch andere Store-Anbieter werden da natürlich dann so ein bisschen natürlich von Google wahrscheinlich bewusst etwas nach hinten geschaltet. Wenn ich dann so eingebe, ich suche zum Beispiel Sekiro Shadows Die Twice bei Google, wird der erste Link garantiert sein, probier es doch bei Google Stadia aus. Bevor ich überhaupt irgendwie einen anderen Hinweis zu Steam etc. bekomme, werde ich erst das sehen und werde dann natürlich automatisch, die meisten werden dann wahrscheinlich automatisch draufdrücken, weil das ist für sie das Einfachste und das Spiel startet direkt und solche Sachen. Das macht es natürlich einfacher und natürlich auch für Google ein bisschen gefährlich, weil Google mehr oder weniger eine Art Monopolstellung hat. Keine Sorge, das machen die doch jetzt schon. Ja, dafür haben sie doch die 1,49 Milliarden Ja. Strafe bekommen, wegen Ja. der, dass die Suchmaschinen integriert würden. Nur wir, so dein Ja. Scheiß nicht. Ja, genau, das ist so, wenn du auf YouTube einen Trailer, du suchst halt heutzutage auf YouTube einen Trailer nach einem Videospiel oder nach einem Film oder whatever. Und dann, wenn du dann dich dann hast, dann und nach dem Trailer und dann kriegst du direkt den Link, ja, jetzt spielst du direkt und du hast dann Bock da drauf, dann wirst du wahrscheinlich mal draufdrücken, wenn du siehst, ey, das geht ja ultra schnell, wirst du automatisch da immer wieder zurückkehren und das kostet natürlich dann die anderen Storefronts, wie gesagt, wie Steam, Epic Game Store und Origin etc. natürlich dann entsprechend wahrscheinlich auch durchaus Umsatz einbußen und es macht es natürlich für sie schwieriger, in diesem Feld zu bestehen. Was mir aber gerade auffällt, ist, damit hätte man indirekt bei Google auch
YouTube gerettet. Weil pass auf, Artikel 13 sagt ja aus, dass es Plattformen betrifft, dessen Haupteinnahmequelle es ist, dass User dort kopiergeschütztes Material hochladen. Wenn die jetzt aber so viel Geld durch die Stadia-Einbindung machen, dass sie nachweisen können, dass das jetzt die Haupteinnahmequelle ist, dann fallen die da aus dem Raster und YouTube kann so weiterleben, wie es gerade tut. Das ja, sind Marketing-Genies. Bis dann die EU sich denkt, fuck, das ist ein Monopol, wir müssen da was anderes machen. Wir müssen Artikel 13.2. Keine Sorge, die EU wird auch noch in 50, 60 Jahren irgendwas finden, wo Google ein Monopol angeblich hat und dann eine Einschränkung sich. Ach, der Witz hier ist ja bei der ganzen Sache, weißt du, dann zahlen die wieder irgendwie, dann heißt es hier, wir verhängen eine Strafe von 2 Milliarden und alle so im EU-Parlament so, 2 Milliarden Euro? Und Google so irgendwie diesen Monat mit Stadia so 8 Milliarden oder so gemacht. So, wenn sie mit Stadia 8 Milliarden macht, dann Halleluja. Das ist so wie bei Austin Powers, wo Dr. Evil 1 Million $ verlangt. Und alle lachen und dann so, das hat sich einiges geändert. Oder? Wir verlangen eine Fantastillion. Das ist so, ich hatte wirklich schon Frage, das wird durchaus interessant zu sehen, wie, und natürlich auch, wie Google Stadia sich natürlich am Ende finanziell aufstellt. Wir wissen halt, wie gesagt, noch nicht, was das Bezahlmodell ist, ob man dann Spiele ähnlich jetzt bezahlt wie jetzt mit 60 Euro. Das wäre mir zum Beispiel schon mal zuwider, denn ich würde für so eine Streaming-Version keine 60 Euro ausgeben wollen. Das im Zweifelsfall heißt das, wenn Google seine Server abschaltet, und Google ist durchaus bekannt dafür, dass man Projekte, die vielleicht nicht ganz so erfolgreich sind, dann auch mal schnell abschießt. Dann ist das halt mal ganz schnell weg und dann sind halt deine Spiele für immer weg. Die hast du ja nicht auf dem Rechner ja oder so, sondern du bist halt wirklich tatsächlich noch mehr an einen gewissen Dienst gebunden als zum Beispiel bei Steam und Co. Bei Steam gibt es ja schon viele Leute, die sich bis heute noch Sorgen machen, dass wenn Steam irgendwann nicht mehr ist, sind die ganzen Spiele etc. weg. Und was ich durchaus in nachvollziehbaren Gedanken sehe, ist bei Google Stadia dann nochmal viel weiter, weil du hast ja nicht mal die Daten auf der Festplatte. Das heißt, du kannst halt nicht das Spiel sagen, selbst wenn jetzt Steam weg ist, ich lade mir dann halt irgendwo im Internet eine bestimmte Exe herunter, eine No-Steam-Exe, sage ich mal so, herunter, die dann dafür sorgt, dass ich das Spiel dann noch nutzen kann, solange ich es halt auf meiner Festplatte installiert habe. Sondern bei Stadia, wenn Stadia weg wäre, ist das Spiel weg. Das Ding ist ja, das wissen wir ja so noch nicht. Weil genau. Wir halt viel zu wenig wissen. Es kann ja sein, dass Stadia gerade am Anfang sagt, also das Bezahlmodell überhaupt wissen wir ja nicht. Vielleicht gibt es ja sogar fucking Abo-Modell und du musst die Spiele einzeln kaufen, ne? Wo ich dann sagen würde, wenn du dann am Ende des Tages mehr bezahlen musst als ja. Für ein normales Spiel, das wäre irgendwie kacke. Die werden sich schon irgendwas ausdenken. Und wo ich dachte, wo du gerade gesagt hast, dass man dann Angst hat, dass das weg ist, dass man vielleicht am Anfang gerade, wo man noch Leute quasi holen möchte und so, sowas macht, wo man irgendwie sagt, du kaufst es, also dass man Verträge mit Entwicklern hat, wenn man das Spiel Retail kauft, dann ist irgendwie ein Google Stadia Code dabei oder so, ne? So, ja, so wie bei diesen DVDs. Ja, genau. Oder du immer noch diese Online-Version, die irgendwo laden kannst, oder solche Sachen. Wäre natürlich ich eine mal die Idee, ja. Ja, aber ich sehe noch ich nicht. Ich habe mir überlegt, wenn es ein Abo-Modell ist, dann, also ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Abo-Modell und Einzelkauf, also wenn dann und oder. Das heißt, wenn du ein Abo-Modell hast, musst du die Spiele nicht einzeln kaufen. Du kannst sie aber einzeln kaufen, wenn du halt kein Abo möchtest. Ich kann mir vorstellen, dass man vielleicht eine Art Netflix-Abo baut, das vielleicht ein bisschen teurer ist, vielleicht 20 Euro im Monat, du aber dann tatsächlich Zugriff auf alle Google Stadia-Spiele immer hast, zu jeder Zeit, wo auch immer du möchtest. Preislich muss man gucken, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass man so extrem hochgehen kann. Also 50 Euro im Monat würde wahrscheinlich keiner zahlen. Bei 20 Euro wäre, glaube ich, echt bei vielen die Schmerzgrenze, wo sagen, okay, das zahle ich 20 Euro im Monat und kann halt, weiß ich nicht, wenn in einem Monat jetzt, weiß ich nicht, wie im November immer so 10 Spiele rauskommen, die man alle spielen wollen würde, wäre man natürlich bei Einzelkauf ein bisschen teurer weg, als wenn man sagt, einmal 20 Euro. Das müsste sich halt auch irgendwann mal auflösen, ne? Dass quasi alle guten Spiele so in den letzten 3 Monaten des Jahres rauskommen. Oder das den ersten geschafft. Die ersten drei wegen dem Umsatzjahr oder die letzten drei wegen Weihnachten. Ja, das ist immer so. Ja, das ist, Winter ist ja wirklich, das Frühjahr ist ja wirklich der zweite Herbst quasi. Wenn man halt so Philosophen.
Wenn man so Abo-Modelle wirklich ja. reinbringen will, dann braucht man ja quasi konstant gute Spiele. Genau. Das versteht EA ja momentan auch nicht. Und du darfst kein Gratis-Monat reinbauen. Ja, das ist der nächste Punkt, den ich halt cool finde bei Google Stadia. Also je nachdem, wie das Finanzierungsmodell aussieht, wie gesagt, wir wissen es noch nicht, was es am Ende sein wird. Ich finde, Stadia, vielleicht würde ich Stadia für mich nicht als Zukunft des Gaming quasi erstmal sehen, sondern als eine coole Ergänzung, wenn ich sagen würde, ey, das Spiel sieht ganz cool aus. Und wenn man dann eine Trial-Version jeweils hätte von 30 Minuten pro Spiel, wo du einfach nach dem Tutorial wieder draufdrücken kannst, das Spiel, du kannst das 30 Minuten voll frei spielen und dann kannst du sagen, ey, ich kauf's direkt oder ich kauf's halt woanders. Ich kann es auch bei Steam oder so kaufen. Aber ich sehe es als quasi als eine Möglichkeit, endlich mal wieder mehr Demos zu spielen haben oder wahrscheinlich Demos zu allen Spielen zu bieten. Das frage ich mich eh, warum Steam das nie gemacht hat. Also, ich weiß nicht, vielleicht sind die Verträge nicht stark genug, aber würde Steam da mehr drauf eingehen, auf die Entwickler und sagen, hey, wie wäre es mit 10 Minuten oder 10 Minuten sind einfach dazu schon ausreichend. So hier, lass die Leute doch 10 Minuten ja. das Spiel einfach spielen. Lass die Leute 10 Minuten beim Metal Gear Solid spielen. Ja. Ich habe einen Dialog beendet. Ja, es gibt natürlich je nach Spielzeit. Ich sage, wie gesagt, 30 Minuten ist so, was ich sagen wollte, ich verstehe gerne, weil so ein Open-World-Spiel sind 30 Minuten vielleicht noch ein bisschen wenig, da wäre es dann vielleicht eher eine Stunde, weil so ein Spiel von Telltale-artenmäßig wären halt 60 Minuten schon ein bisschen sehr viel, wo man sehen würde und solche Sachen. Da müsste man natürlich insgesamt mal so gucken, ob man das nicht vielleicht dynamisch anpasst oder dass die Entwickler fest sagen können, ja, die Leute, die halt das, die Trial ausprobieren können, halt 10 Minuten spielen bei meinem Spiel. Andere sagen, ihr könnt halt 60 Minuten spielen, da macht halt irgendwas. Darauf freue ich mich. Das wäre ein cooler Demo-Satz, wo ich sage, ich kann da nicht sagen, ob das zum Beispiel am PC, ob das jetzt auf meinem Rechner auch noch genauso gut läuft und solche Sachen. Das ist natürlich noch eine andere Sache wieder, aber es wäre cool, wo ich sagen könnte, es gibt ja kaum noch Demos von Spielen und mit Google Stadia könnte man das zumindest bieten, hey, ich probiere das einfach aus. Vielleicht wird es ja auch ein Werbemodell, vielleicht kann man sagen, hey, wenn du dir alle 60 Minuten so eine 5-Minuten-Werbung ansiehst, kannst du dann halt kostenlos spielen. Das wäre so cool mit den Entwicklern, wenn sie so frei festlegen können, wie lange du es testen kannst, aber du weißt es vorher nicht. Und dann startest du so ein so ein EA-Spiel und dann steht da so N5 und so 2 Minuten. Und dann so, spielst auf Origin, du Penner. So steht da so. Auf Origin kannst du übrigens 1 Stunde testen. Ja, ja, genau, also 2 Minuten. Grundsätzlich klingt das, was Google möchte, klingt sehr interessant. Sie möchten auch, dass die Plattform mit eigenen Spielen unterstützen. Sie haben dafür extra ein paar hochrangige Leute zumindest eingestellt. Und dann der Jade Raymond von ehemals Ubisoft, die damals Assassin's Creed und Splinter Cell betreut hat. Dann war sie bei EA, da ist irgendwie nichts draus geworden. Aber das ist vielleicht nicht ihre Schuld gewesen, vielleicht einfach EAs Schuld, wer weiß das schon. Bei EA läuft ja anscheinend einiges im Argen bei den eigenen Studios, wo man sich nur denkt, wie kann das bei so einem großen Unternehmen passieren? War die das mit dem Boot? Mit dem Boot? Es gab irgendein EA-Spiel, da haben sie so 2 Kids oder eins, das in einem Boot gepaddelt hat und dann war irgendwie so... War das nicht so, nee, Deutsche? Nee, das war das Sea of Solitude, das war so, ein Deutsch. Ja, so dunkle Flöre. Jade Raymond hat halt damals bei Ubisoft als Producer gearbeitet. Jade Raymond? Deutsch? Ich glaube, die ist Kanadier. Ja, ich weiß ja nicht, aus welchem Jahr ihr kommt, aber in 2019 können das alles Deutsch schon machen. Könnte natürlich, ja. Nee, wie gesagt, sie hat damals bei Ubisoft halt mit Patrice Desilets halt Assassin's Creed. Auch ein Deutscher. Und später hat sie auch dann halt die neuen Splinter Cell, glaube ich, besonders der Blacklist mit betreut und solche Sachen. Ist dann weggegangen von Ubisoft, war dann bei EA Motive, hat dann ein paar Jahre an irgendwas gearbeitet, wir wissen bis heute nicht, an was sie gearbeitet hat wirklich. Und ist jetzt anscheinend jetzt bei Google. Oh, ich will auch einfach irgendwo sein, so ich keiner weiß, was ich mache, und dann lande ich bei Google. Oh Gott, das wäre ein Traum. Ja, sehr auch noch, wie gesagt, auf jeden Fall, wir wissen zumindest, dass Ubisoft ein Partner von Google Stadia ist und ein paar andere werden wahrscheinlich auch Partner sein. Ich bin gespannt, ob man irgendwelche Exklusivspiele sich da einkauft. Hideo Kojima kommt als nächstes, nachdem der Stranding abgesetzt säbelt wird. Das wäre so der nächste Katastrophending für PC, wenn auf einmal dann auch bei Google Stadia irgendwelche Exklusivspiele landen. Dann hast du erstmal, das nächste Borderlands ist dann erstmal 1 Jahr exklusiv bei Google Stadia, dann 1 Jahr weiter exklusiv beim Epic Games Store und dann landet es mal bei Steam. Der Epic Games Store, jetzt exklusiv in Stadia. Fuck. Fortnite exklusiv bei Google Stadia. Ja. Oh, damn. Du kannst so den Speicherstand von einem deiner Streamer oder von dem neuen bei YouTube so nachspielen. Er ist so gerade letzter noch am Überleben da mit so einem anderen und du kannst da so einsteigen.
Und er hat ja auch mal ein paar Multiplayer-Konzepte gezeigt, dass man theoretisch dann als zum Beispiel über YouTube streamen kann und natürlich diese, es gibt ja jetzt schon aktuell ein paar Spiele, die so eine Twitch-Integration haben, dass dann deine Twitch-Zuschauer über einen Befehl bestimmen können, was in deinem Spiel passiert, wenn dass sie sagen können, hey, du bekommst jetzt mal so ein Item dazu oder die Gegner werden stärker oder ein ganz besonderer Gegner, das Bonus, dass damit Google State auch nochmal verstärkt wird. Wenn man das natürlich nutzen möchte. Das muss in Dark Souls eingebaut werden. Also, bei Sekiro, so der Boss ist jetzt verdoppelt. Ja, einfach so Invasion bei Dark Souls. Die Leute spammen die ganze Zeit den Duplizierungsspell und es ist ein Bug drin, und der Gegner wird immer wieder dupliziert. Kommt ein Invader nach dem anderen. So, und das und das und das und das. Also okay. Reicht ja, jetzt, man, Leute. An sich ist Online-Koop. Ja, also das immer, was quasi Spiele, die darauf basiert haben, dass einer hostet, sind dadurch auch cooler, weil so haben alle denselben Host. Ja. Und bei keinem liegt die Leistung drauf. Sowas ist halt auch cool. Es sind ein paar Sachen, es sind viele Sachen, die in der Theorie halt cool klingen. In der Praxis fehlen mir aber ehrlich gesagt noch ein paar Sachen, die ich gerne wissen möchte, was da genau Phase ist. Und ich glaube auch nicht, dass das noch dieses Jahr rauskommt. Also ich kann es mir schlecht vorstellen mit dem, was man gezeigt hat. Ich hatte das Gefühl bei dem, als die Konferenz zu Ende war, das klang so, als müsste da noch mehr kommen. Können wir gut vorstellen, dass sie vielleicht dieses Jahr im Laufe des Jahres eine Beta startet. Ja. Dass man schon mal einen kleinen Prozentsatz an Nutzern halt einlädt und sie nochmal Assassin's Creed Odyssey spielen lässt, weißt du schon. Oder vielleicht irgendein anderes kommendes Ubisoft-Spiel, whatever, dass man das dann darüber schon spielt, oder mehrere Spiele, mal gucken. Aber ein Full-Fledged Release, den kann ich mir noch nicht vorstellen. Kann ich mir auch noch nicht vorstellen, außer, wie gesagt, wenn sie auf D3 dann wirklich nochmal All-Out gehen und sagen, hey, wir haben dies, das, jenes und das nächste FIFA scheint exklusiv bei Google Stadia. Cyberpunk exklusiv bei Google Stadia. Das wird geil. Grundsätzlich sehr interessant, das Konzept. Ich bin sehr gespannt, wie hat Microsoft darauf reagiert. Die haben, wie gesagt, ihr eigenes xCloud-Ding da am Laufen und andere Publisher denken ja auch schon darüber nach und angeblich auch in den USA ist Walmart jetzt interessiert an den eigenen Streaming-Dienst für Videospiele. Fucking Walmart. So, was zur Hölle? Also, würde mich nicht wundern. Das wird noch ein wichtiges Ding, und da werden auch einige sehr schnell auf der Strecke landen. Ja, weil Walmart denkt, jedes Spiel ist Fortnite. Walmart hält bis zum Ende durch und dann streamen die nur fort. Ich schicke mir so einen Walmart-Controller vor. In diesen typischen Walmart-Farben. Halt. Du kriegst immer so Gutscheine für Walmart, aber wenn du kein Walmart in deinem Land hast, ja, Pech. Ja, die werden halt so Werbespots eingespielt von Walmart. Ja. So finanzieren die sich. Während du spielst im Hintergrund, kommt immer so eine Bestellung zu Walmart. Oh, der Nutzer braucht Milch, wir sind hier Milch. So eine Kamera guckt so rein und dann sieht er so, okay, ja, du hast gerade eine Pepsi getrunken, die ist gleich leer und dann kommt in dem Moment die Klingel und da steht eine Pepsi. Was? Okay. Der spielt gerade das neue Call of Duty, wo sind Chips und Cola? Automatische Bestellung abgesendet. Mountain Dew. So Doritos ist Doritos. Dann kannst du den Walmart-Assistenten bitten. Walmart-Assistent, ich bräuchte Cola und Chips. Und dann Alexa schickt dir so die Doritos. Also, what the fuck? Gut. Jo. Ja, wir haben noch The Division auf dem Plan stehen. Existiert, macht Spaß. Das macht alles, was M für falsch gemacht hat, macht es mehr oder weniger richtig. The Division 2 übrigens, nicht? Ja, 1. 1 macht alles falsch, also, was Division 2 richtig macht, was? Also man muss ganz klar sagen, wenn man The Division 1 gar nicht mochte, wird man wahrscheinlich auch mit Division 2 nicht warm werden. Was lustigerweise, dass ich das sage, weil ich wurde mit Division 1 überhaupt nicht warm. Obwohl mir das Konzept, also das Setting gefallen hat und auch das generelle Third-Person-Shooter-Gameplay mir gefallen hat, aber ich hätte ein Problem, dass mir zu viele Gegner in Division 1, zumindest als ich es damals gespielt habe, die Beta, Closed und Open Beta, war mir das damals, 2016 war das, glaube ich, Anfang 2016, alles zu Bullet Sponge. Also waren ja selbst die normalen Gegner, haben ultra viel ausgehalten und da hast du teilweise halt wirklich ganze Magazine verballert in den Gegner und der hat also gesagt, ja gut, ich in meinen Black Hoodie, mich stört das ja nicht, dass du mich gerade durchlöchert hast, ich stehe ja trotzdem hier.
daraus hat man gelernt und jetzt Division 2 spielt sich besser, weil man zumindest im normalen Schwierigkeitsgrad tatsächlich auch die Gegner relativ vernünftig umballern kann. Es gibt ein richtig cooles Ragdoll-System, das heißt, die Gegner, also Beschuss nehmen sie wirklich wahr, wenn du sie Beine schießt, dann stolpern die halt auch mal solche Sachen. Und du musst halt nicht wirklich 1000 Schüsse verballern, um einen Gegner mal umzuballern in der Regel. Und das ganze Gunplay fühlt sich einfach viel, viel wuchtiger, besser an und dadurch macht das Kämpfen einfach deutlich mehr Spaß und Division 2 fühlt sich dadurch einfach insgesamt spielerisch für mich besser an. Die größte Stärke, die man gemacht hat, deswegen, wo ich sage, Division 2 macht auch immer jetzt Spaß, es macht Spaß, dass du halt in diesen Deckungsshooter spielst, das muss man natürlich mögen, diese Art von Deckungsshooter, die ist halt jetzt nicht so viel anders, als was man, wie gesagt, vom Vorgänger per se kennt, aber insgesamt so das Drumherum haben sie halt nochmal wirklich deutlich angepasst und viel dran herumgeschraubt, dass man merkt, da anders als bei Anthem oder Destiny 2 ist in diesen, hat vor allem bei Destiny 2, von Destiny 2 zu Destiny 1 war halt irgendwie nicht so die Evolution, die man erwartet hat, sondern teilweise waren es Rückschritte zu sehen, während der Division 2 eigentlich im Großen und Ganzen wirklich ein kleiner Sprung nach vorne ist, so wie man sie von einem Sequel erwartet im Grunde halt. Es ist jetzt keine Revolution, das ist es überhaupt keineswegs, aber es ist so ein richtig großes, rundes Paket, wo man gehört hat, die Jungs haben halt ihr eigenes Spiel gespielt, die haben auch viel aus dem, was sie bei Division 1 falsch gemacht haben, gelernt und es angepasst und verbessert oder geändert und solche Sachen. Und das fühlt sich dann tatsächlich jetzt aktuell von den ganzen Loot-Shootern oder Games-as-a-Service-Spielen, die wir haben, ist es tatsächlich von Anfang an schon mal ein rundes Paket. Es ist traurig, dass man das sagen muss, eigentlich. Dass man sagen muss. Ich hab gerade überlegt. Guck mal, wenn du da die 60 Euro investierst, ist es halt zumindest, du bekommst ein komplettes Spiel, was wirklich, du kannst richtig viele Stunden reinstecken, die haben auch schon an Endgame gedacht. Sie haben jetzt gestern den ersten großen Inhaltspatch rausgehauen mit der höchsten Welttierstufe 5, mit neuen Missionen, mit dem ersten Loot-Event quasi, dass man halt jetzt so ein paar Lootboxen bekommen kann, die mit ein paar Kosmetikgegenständen etc. und solche Dinger. Sie haben schon durchaus Ideen. Sie haben jetzt schon für Ende des Monats den großen ersten Raid angekündigt. Man merkt, dass da wirklich tatsächlich ein Team dahinter steckt, das Plan hat, dass dieses Spiel wirklich machen wollte und unterstützen möchte und dass Ubisoft natürlich auch selbst Erfahrung mit Spielen hat, die man langfristig pflegen möchte und halt über dieses Games as a Service pflegen möchte. Wenn man jetzt mal der Crew 2 ausblendet, da lief ja einiges falsch. Hey, das kriegt auch diesen Monat, glaube ich, ein Update. Ja, also auch der Crew 2 hat bei der Crew 2 hat man es irgendwie nicht gemerkt, dass sie da einen Vorgänger mal gemacht haben, sondern das wirkt teilweise, sie haben mal das Spiel nochmal neu gemacht. Bei Division 2 merkt man, das hat einen Vorgänger, das hat man jetzt aber fortgesetzt und Marvel liefert halt einfach nochmal mehr von der Front und ist von Anfang an wirklich ein Komplettpaket, was man so bekommt und nicht ein Spiel, was irgendwie zur Hälfte kaputt ist, zur Hälfte inhaltsleer ist. Tja. Wer Anthem mal gespielt hat, der weiß, was wir meinen, wenn man davon redet. Das Spiel fühlt sich halt so ein bisschen schwach an. Ein bisschen langweilig, ein bisschen irgendwie kaputt an vielen Stellen, nicht durchdacht und solche Sachen. Division 2 ist durchaus durchdacht. Es gibt natürlich Verbesserungsbedarf auf jeden Fall bei Balancing etc. und bei den Dark Zones, solchen Dingen. Aber das Team von Ubisoft Massive sitzt dahinter und arbeitet daran und bringt Patches. Und die haben alleine, wer halt damals, sag ich schon, wer halt diese Gold Edition, glaube ich, vorbestellt hat von Division 2, konnte 3 Tage früher spielen und in diesen 3 Tagen Early Access, sage ich mal so, hat man 2 Bugfixes oder Hotfixes rausgebracht, damit man dringende Bugs beseitigt. Bei Anthem hat man gesagt, ja gut, ihr habt dort 7 Tage früher Zugriff mit eurer Origin Access Premiere-Sache, aber auf den Day-One-Patch müsst ihr halt auch bis zum normalen Day Release warten. Mit der Zeit machen wir auch, mit einer Zeit patchen wir auch nichts. Was ist eigentlich los? Ja, wenn man auf diese Loot-Shooter mag und Loot sammeln möchte und ein bisschen halt eine tolle Grafik wirklich erleben möchte und eine wirklich wundervolle Darstellung von Washington DC, weil die wirklich voller Details ist, was bei manchen anderen Spielen halt wirklich, wenn man so mal so, wenn so Zeitungen auf dem Boden liegen von dem Spiel da, und dann guckt man sich die Texturen, denkt sich so, ich kann es ja eh nicht lesen. Ich sehe in Division 2, du kannst rangehen und kannst wirklich die einzelnen Buchstaben erkennen und da steht da tatsächlich was geschrieben. Ob das jetzt nun sinnvoll ist, ob das praktisch ist, sei mal dahingestellt, ob das die meisten werden da dran vorbeigehen, aber tatsächlich kannst du das lesen, das ist wirklich so, finde viel Liebe zum Detail, es gibt halt sehr viele Missionen, haben sie nicht einfach drum gebaut, um irgendwelche langweiligen Militärbasen oder so, sondern tatsächlich
die Sehenswürdigkeiten von Washington genutzt, vor allem viele Museen genutzt. Es gibt ein Space Museum, es gibt ein History Museum. In dem History Museum läuft dann durch eine Ausstellung vom Vietnamkrieg und das ist mega cool inszeniert und solche Sachen, auch wenn es halt natürlich im Grunde einfach nur immer durchlaufen ist und alles niederschießen, was einem irgendwie vor die Flinte kommt. Aber dadurch hast du halt wirklich teilweise coole Szenarien drumherum gebaut. Die Story, na gut, die kann man vernachlässigen, mir fällt nicht ein einziger Name eines NPCs ein und solche Sachen. Also das ist... Marcus also Anthem und Destiny 2 haben... also Anthem und Destiny 2 haben schon relativ dünne Storys, zumindest von dem, was man an vorderster Front präsentiert wird, aber sie haben Charaktere, an denen Namen man sich durchaus erinnern kann und solche Dinge. Ich möchte mich korrigieren. Bei The Division 2 nicht. Matthias Caesar. Aber bei The Division ist es einfach so ein Brei, wo du einfach nichts mitbekommst. Naja. Aber es ist zum Glück ja kein politisches Spiel in der vielleicht politischen Stadt der Welt, in dem man den Präsidenten der USA befreit in einer Art Bürgerkrieg. Das ist zum Glück überhaupt nicht politisch. Nee, ist es nicht. Klingt für mich jetzt nicht politisch. Ich wüsste nicht, was der jetzige Präsident der Vereinigten Staaten mit Politik zu tun hat. Vor allem, das Ding, Division 2 startet halt mit so einer Cinematic-Sequenz, wo es unter anderem heißt, hat angefangen, dass wir irgendwann alle kein Wi-Fi mehr hatten und wir mussten uns umstellen, wir haben überlebt, etc. Wie gesagt, Division dreht sich darum, dass halt ein Virus ausgebreitet wurde über die Dollarscheine. Hint, das hat überhaupt nichts mit Politik und Kapitalismus zu tun. und die Menschheit halt dann zugrunde geht und die ganze Gesellschaft, ja, den Erdboden gleich sich gesellt und solche Dinge halt. Und als Division-Agent wird man dann halt, sind man quasi Schläferagenten, quasi so unter der normalen Bevölkerung, die aktiviert werden, um halt die Gesellschaft wieder so ein bisschen. Stopp. Das hat gewisse Bahn zu lenken. Das hat nichts mit Politik zu tun. Du hast doch vorhin erzählt, dass Google und Ubisoft jetzt eine Kooperation haben. Damit machen die nur Werbung für Google Pay. Weißt du, dass du keine Dollarscheine mehr nutzen sollen. Genau. Ja, und jetzt in Division 2 ist man in Washington DC, weil man irgendwie, weil die Stadt halt kurz davor ist, zu fallen und solche Sachen. Und dann muss man halt sich mit verschiedenen Fraktionen erledigen, die sie jetzt zusammengeschlossen haben. Wie gesagt, das ist eher so eine Art Bürgerkriegsszenario, wie man es auch eigentlich in Division 1 schon hatte. Wo es im Grunde nur darum geht, ja, töte einfach alle an. Dann sind wir schon froh. So ist die Lösung. Wie gesagt, das Spiel beginnt damit halt mit so einer Cinematic-Sequenz, wo dann halt so ein paar Fragen gestellt werden oder Szenarien erklärt werden und dann solche Sachen. Und dann gibt es halt so einen Dank, hattest du eine Waffe? Hatte dein Nachbar eine? Nur der Stärkere überlebt. Ja, ist okay. Könnte jetzt auch eine Wahlwerbung für Waffen sein. Ich bin großer Fan vom amerikanischen Waffen. Es könnte halt wirklich diese NRA-Werbung sein. Also so ist das aufgemacht, wo ich denke, so, alles klar, Leute. Es ist halt so ein bisschen, das ist das Einzige, was ich wirklich in Ubisoft wirklich großartig kritisieren würde. Sie sind natürlich auf einer gewissen Seite progressiv und solche Sachen, aber wenn es um solche Politik-Sachen geht, auch in Far Cry 5, was ja eigentlich auch ein sehr teilweise politisch geladenes Spiel ist, man weigert sich halt konsequent wirklich zu sagen, ja, das ist politisch oder so. Man streift immer so ein bisschen an und versucht halt irgendwie wirklich was zu sagen, aber dann doch nicht so richtig, weil man sich irgendwie mit niemandem das verscherzen möchte, mit niemandem der Kundschaft. Wo die Intention bei vielen Ubisoft-Spielen klar ist, in welche Richtung sie gehen möchten, aber sie trauen sich es nicht, weil man dann vielleicht ein paar Leute als Käuferschaft. Was ein bisschen komisch ist. Weil ja, tatsächlich. Bei Watch Dogs 2 hat man sich übrigens nicht gescheut. Aber bei den Rabbits wiederum. Ja, gut, natürlich das natürlich. Bei Watch Dogs 2 war man zwar jetzt nicht auch so direkt mal sagen, den Namen genannt, aber da gab es schon einige Anspielungen auf die USA-Politik und natürlich auch auf Google etc. Und wo man halt wirklich schon tatsächlich sehr mit dem Augenzwinger gesagt hat, was man so ein bisschen davon hält und solche Dinge. Und jetzt bei Watch Dogs 3, was ja wahrscheinlich Ende des Jahres kommen könnte und potenziell in London spielen könnte, hoffe ich mir, dass man auch da jetzt nicht so zurückschreckt, sondern wirklich tatsächlich meine Finger in die Wunde legt und ja, wie wir heute auch schon WhatsApp besprochen haben, Brexit und so, ich erhoffe mir, dass man einen Kommentar zum Brexit da liefert. Sei es halt, dass man vielleicht tatsächlich irgendwie als Hacker in den Brexit involviert ist. Anders ist der Brexit nicht zu erklären. Du, ja. du, unter,
du unterschätzt Großbritannien, du glaubst, dass die darüber über das über ein Computernetzwerk machen. So, ja, vielleicht gibt es eine Mission, in der man sich in den Laptop von Theresa May hackt. Was für du glaubst, die nutzen. Ich habe letztens einen Artikel gelesen, wie religiös diese Frau ist. Du musst dich in ihr Buch reinhacken, wo sie all ihre Notizen rausschreibt. Das wäre so lustig. Das Spiel ist in London oder so. Ja, wir haben kein Internet mehr. So, okay. Alles beim Alten. Alles beim Alten. Aber ansonsten, mal abseits davon, Division 2 bekommt auf jeden Fall bislang für mich jetzt wirklich einen Daumen hoch nach dieser riesengroßen Empire-Enttäuschung. Wobei es mich ja einfach nicht mal so groß enttäuscht hat, weil ich genau wusste, was mich erwartet, irgendwie traurigerweise. Ist das natürlich so tatsächlich so mein Lichtblick gewesen, dass jetzt auch aktuell wirklich immer noch sehr viel Spaß macht, jetzt nach knapp 70 Stunden, 80 Stunden oder so investiert. Und der Raid kommt ja, wie gesagt, erst noch und solche Dinge. Es ist schon ein gutes Spiel. Ob es jetzt, ich habe jetzt einige Werbung gelesen, die auch 95% oder so gezogen haben, da würde ich halt ganz klar ein paar Schritte weggehen, aber das ist auf jeden Fall von denen, was jetzt so in letzter Zeit rausgekommen ist an Games as a Service oder Loot-Shooter-Spielen, ist das natürlich zumindest von Anfang an mal ein solider Grundpunkt, wo man aufbauen. Bei Anthem weiß ich nicht, da muss man das Spiel erstmal generell retten. Und ob da noch was zu retten ist. Kommt da eigentlich was? Das ist von meiner Bild vielleicht verschwunden. Das war doch auch mit Updates und so geplant. Ja, es kommen immer mal so Updates. Ja, also die letzten Updates haben sich gefühlt alle um den Loot gedreht und sie haben es nicht wirklich in den Griff bekommen, weil sie mit denen immer wieder neue Bugs reingebaut haben. Herzlichen Glückwunsch dazu. Ich meine, mich zu erinnern können, dass seit für Ende Mai oder Mai geplant ist, dass diese große Kettelklüsse endlich mal kommt. Dieses große Event, was vieles in FM verändern soll. Mal gucken. Tja, nee, keine Ahnung, du. Wusstest du mich übrigens, den absoluten Daumen hoch gibt, ist Assassin's Creed Odyssey. Das hat mir die ersten 10 Stunden, dachte ich so, ach Gott, das ist ja fast so wie Origins, irgendwo ganz nett, aber auch nicht so wirklich Assassin's Creed. Und dann hat es so ein bisschen Klick gemacht und diese ganzen Systeme, die sie reingebaut haben, die funktionieren echt cool. Das Kampfsystem macht mir echt mega Spaß, weil er nicht den Dark Souls heruntergedummt ist, sage ich mal so, auf möglichst zugänglicher gemacht ist, sondern tatsächlich eher so ein Hack-and-Slash fast schon Feeling hat teilweise. Und das macht einfach Spaß, auch weil ich es überhaupt nicht mehr als Assassin's Creed betrachte. Also das ist ja noch weiter weg von Assassin's Creed, als es schon Assassin's Creed Origins war, zum vielen Punkten. Aber es macht Spaß. Nee, das kann ich nicht nachvollziehen. Auf einem simplen Niveau unterhalten. Weißt du, du sagst 10 Stunden und dann hat's Klick gemacht. Und dann sagst du auf der anderen Seite, Spiele sollten an die Hand einen an die Hand nehmen für Spieler, die das wollen. Dann sollten Spiele von Ubisoft auch einen Modus haben, wo man die ersten 10 Stunden überspringen kann. Wäre tatsächlich echt sehr praktisch. Also die ersten 10 Stunden fand ich es halt echt ein bisschen sehr lahmarschig. Es kommt wirklich noch langsam irgendwie in die Gänge und aber danach öffnet sich das und deutlich krasser und viel hübscher. Einzig die Bootskämpfe finde ich ultra langweilig. Ich weiß, seit Assassin's Creed 4 Black Flag müssen Bootskämpfe irgendwie sein. Der Unterschied ist, Black Flag hat in einer Zeit gespielt, wo es Kanonen etc. gab, wo das einfach mega cool aussieht. Und jetzt hast du halt Bogen und Speere. Du hattest ja auch ein bisschen mehr Feuer Möglichkeiten. Ja. Aber das ist halt wirklich, das ist schon sehr langweilig, die Bootskämpfe. Vor allem waren die imposanter auch mit den legendären Schiffen und das alles. Bei den ersten dreimal. Ich muss ganz ehrlich sagen, wenn du auf diesem Boot unterwegs, trotzdem immer auf diesem Boot unterwegs bist und die Shanties laufen und du hast halt diese Weitsicht, das ist natürlich immer noch ganz schön beeindruckend. Bei den ersten dreimal habe ich gedacht, du hast Bosskämpfe falsch ausgesprochen. Es geht um Boote. Ja, vor allem geht um Schiffe. Aber diese Shanties kann ich nicht mehr verstehen und mitsingen. Das macht mich traurig. Ja gut, dann lernt halt mal Griechisch. Nein, so schönes, altes Griechisch. So. Ich mag auch, dass dieses Rollenspiel ist, dass jetzt tatsächlich so ein bisschen mehr halt, dass du selbst Dialog entscheiden kannst. Das ist natürlich alles längst nicht so, wie man es von einem großen Rollenspiel erwarten würde. Man merkt, dass sie da immer mit langsamen Schritten immer mehr in diese Rollenspielrichtung gehen, aber den letzten großen Sprung wagen sie da noch hier, sondern das ist alles noch so, immer noch so, man merkt, das ist der Ursprung in Action-Adventure drinne.
aber sie wollen immer mehr Richtung Rollenspiel gehen und solche Sachen. Es gibt sogar lustigerweise in Assassin's Creed Odyssey gibt es einen ausführlichen Attributsbaum etc., wo du halt alles einsehen kannst, welche Attribute du verteilt hast und solche Sachen und wie viele Stärken hast. Das hat Anthem bis heute noch nicht. Das Malaka. Ist Anthem kommt von einem Rollenspielentwickler. Malaka. Verdammt. Malaka wird so oft gesagt, Alter. Aber es hat natürlich auch wieder so ein paar Probleme, die Ubisoft dazu immer wieder macht, oder dass, wenn du die neue Ubisoft-Firma hast, natürlich Festungen und andere Dinge, die du natürlich frei angehen kannst, die du natürlich dann noch immer mehr oder weniger gleich machst und solche Dinge. Ja gut, aber der Witz ist ja auch... Kisten also... sammelst und boom, dann immer einen Obermacke ausschaltest und solche Dinge. Das, wieder, das hast du schon Far Cry, das hattest du in den vorigen Assassin's Creed, das hast du jetzt wieder in Assassin's Creed und... Da hast du den Ghost Ring Wildlands und das wiederholt sich jetzt halt so ein bisschen langsam Ubisoft wieder. Aber ich finde es halt so witzig, weißt du, du spielst so mitten im Peloponnesischen Krieg und denkst so, ja, okay. Wie hast du mich gerade genannt? Peloponnesien. Und dann kann ich mich so entscheiden, so zwischen Athen und Sparta und dann so, nein, nein, Junge, entscheid dich lieber dafür, wo du mehr EP bekommst. Ja. Ja, du bist halt Söldner, das ist halt so, also ich spiele meine Cassandra auch so, dass sie bei jedem Auftrag sagt, ey, ich will aber das meiste Geld haben. Ja. Fuck, ganz ernsterweise, da wird dann auch mal klar gesagt, nö, dann kriegst du halt diese Aktie für die Hohensäule, bekommst du nicht, ich verkauf die lieber, da krieg ich mehr Geld. Ich wollte lieber die Geschichte umschreiben und ich wollte, dass Athen gewinnt, aber dann, erstmal ist die Story nicht gerade dafür ausgelegt, dass du in irgendeiner Weise viel mit Athen zu tun hast. Überhaupt nicht so. Das und dann kommt so ein noch... bisschen, also du kommst, finde ich, noch seltener als in Origins Kontakt mit der eigentlichen Geschichte. So ein bisschen, oder mit Geschichte. Also Sokrates ist cool, den finde ich mega witzig, ganz ehrlich, wie sie ihn eingebaut haben und geschrieben haben. Das macht echt wieder Spaß, aber so ein bisschen so wie früher, wo du halt auch teilweise in Unity hattest du ja wirklich richtig viel Kontakt, oder in Assassin's Creed 3 hattest du richtig viel Kontakt zu geschichtlichen Personen. Hier fehlt das alles so ein bisschen. Natürlich, du hast Pelikris und solche Sachen, du hast, wie gesagt, Sokrates, der dabei ist, aber ist alles immer nur so ein so ein kurzer Ausschnitt, so 5 Minuten, dann reicht es auch schon wieder. Ja, hier ist es halt mehr so wirklich, also in den alten Teilen war deine Geschichte immer 1:1 verbunden mit der Geschichte der Welt sozusagen und halt dieser Historie als solches. Aber hier ist es mehr so, du schreibst deine eigene Geschichte und bist Teil dieser Geschichte mehr oder minder so. Aber im Endeffekt bist du egal für die. Es ist persönlich, ja. Ja, das finde ich in der Weise ganz gut, weil du ja im Endeffekt nur so eine kleine Periode des Peloponnesischen Krieges mitmachst und dementsprechend sich hier zu entscheiden jetzt, sagen wir, ich unterstütze nur, wie ich sagen würde, nur Athen, macht das ja in der Sinn, also macht es wenig Sinn, dass deine Geschichte ist vorbei und der Krieg geht noch irgendwie knapp 9 Jahre weiter, so, also deswegen ist es halt so, das ist relativ sinnlos, da ist es eine gute Entscheidung als solches, aber ich finde halt, du wirst hier ziemlich in eine Seite sozusagen gedrängt als solche, also von der Geschichte selbst, weil klar, ja gut, du bist ein Spartaner und ja, ist in Ordnung, klar, aber dieses mit dem, du hast Wahlmöglichkeiten, aber dann so nach dem Motto so, er tappt dir auf die Schulter, also du weißt, was du machen sollst, du weißt das. Ja, ich muss, also du kannst ja dann in jedem Gebiet kannst du mehr oder weniger halt das Gebiet von seinen aktuellen Anführer befreien und das kann entweder Athen oder Sparta sein halt. Und wenn du das genug geschwächt hast, kannst du halt dann so einen Entscheidungsschlacht dabei führen. Ja. Diesmal musst du halt den Anführer des aktuellen Landes möglicherweise töten. Du musst halt irgendwie Staatsschätze stehlen, du musst Festungen erobern etc. Du kannst halt haufenweise Dinger tun. Wenn das geschwächt ist, hast du so einen Entscheidungsschlacht, kannst dich dann entscheiden, dass du entweder auf... Das ist echt mega dumm, dass du sagst, du tötest den Anführer und dann sagst du, ja, jetzt verteidige ich für Sparta. Macht doch gar keinen Sinn, warum töte ich denn überhaupt? Da kann ich es auch so gleich sein lassen, das ist doch kompletter Quatsch. Das ist ja oder, der Witz. Oder du entscheidest dich natürlich, du kämpfst halt zum Angriff zum Beispiel von Sparta halt, weil die möchten das Gebiet erobern. Und diese Kämpfe oder diese großen Entscheidungsschlachten sind halt ultra langweilig. Das erste Mal dachte ich so, oh, das ist ja eigentlich ganz cool, so richtig viele Leute hier kämpfen, macht richtig Spaß. Dann machst du das zweite Mal, denkst du so, das ist so exakt dasselbe. Und drinnen denkst du, das ist doch immer und immer wieder dasselbe. Da ändert sich ja wirklich nichts, außer spielt dann mal irgendwelche Söldner noch auf der anderen Seite mitkämpfen, die dann schnell umbuchst. Ja, das ist so der Witz bei der ganzen Sache auch immer so. So oft hatte ich das jetzt mit, ja, du machst die Questreihe so für, keine Ahnung, Athen. Und dann gehst du aber in die Schlacht für Sparta, weil die angreifen. So weiß ich, okay, klar. Also ein bisschen so komisch. Aber ich habe auch ganz gut gemerkt, dass Assassin's Creed Odyssey jetzt echt nochmal so den letzten Schritt gemacht hat, der, wir sind jetzt, wir pfeifen endgültig auf unsere Restore schaut, denn sie zählt, ist uns doch egal. Wir sind jetzt wirklich im Mittelalter, einfach wirklich Fantasy,
das ist wie das Kriegsproblem, oder sich zum Beispiel am Anfang, weil kannst halt dein Schiff kannst halt so ein bisschen mehr anpassen diesmal und kannst halt verschiedene Schiffsexperten ranholen und auf einmal läuft auf meinem Boot halt Evie Fry rum. Ja. Denk mir so, what? Die läuft halt nicht so angepasst, wo das so ein Charakter aussieht, wie halt Evie Fry nur halt im Athena-Kleid oder so, sondern die läuft halt in ihren Anzug aus Assassin's Creed Syndicate rum. An meinem Bootsschiff. Das sieht mega dumm aus. Ja, aber das klappt halt alles nicht mit Mikrotransaktionen auch. Ja, genau, das ist mein Problem. Du kannst ja ein Einhorn kaufen als Skin für dein Pferd. Ja. Ich finde übrigens, ich hasse es zu reiten in diesem Spiel. Vielleicht bin ich durch Red Dead Redemption 2 zu sehr verwöhnt, aber fuck, sieht diese Ride-Animation scheiße stockig aus. Ich laufe in die meiste Zeit. Ja. Keine Ahnung. Du weißt egal, wenn du ab Level 20, glaube ich, erreichst, kannst du dann von jedem Berg runterspringen, nimmst keinen Schaden. Ja. Das ist auch so ein Punkt, wo ich denke, ja gut, okay, das Klettern, was ja sowieso jetzt zwar zu Assassin's Creed dazugehört, seit jeher und seit jeher seine Probleme, dass es ein bisschen einfach ist und halt wirklich anspruchslos in gewissen Punkten ist, ist jetzt endgültig weg, weil du jetzt auch keine Gefahr mehr hast, wenn du doch mal irgendwie scheiße brauchst, fällst runter. Ist egal, du überlebst das, machst ja ganz schön, kriegst ja aber das heißt wieder hoch. Du hattest doch auch am Anfang schon, du hast doch immer so viel Schaden, also je hoch es ist, du hast so viel Schaden bekommen, dass du immer noch mit irgendwie einem Punkt überlebst oder so. Genau. Das ist halt so, wo ich denke, ja gut, okay, ihr habt es endgültig aufgegeben. Mir fehlt das auch so ein bisschen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, Assassin's Creed hat wirklich das Problem durch diese riesige Welt und das ist wirklich ja noch mal größer als Ägypten gefühlt. Also es ist echt Wahnsinn, was sie drin gemacht haben. Aber es fehlt da so ein bisschen an Details an manchen Punkten und ich vermisse es wirklich durch so eine riesig große Stadt, so Kracks an Gebäuden hoch und solche Dinge und das fehlt da so ein bisschen. Wirklich dieses Assassin-Feeling ist halt hier komplett weg. Natürlich, klar, das spielt halt nochmal für Origins, da gab es noch keinen Assassinen-Orden, das heißt, da kann auch per se kein Assassin erstmal in erster Linie sein, mehr oder weniger. Aber das ist halt so, wo ich denke, so, okay, das könnte halt auch wirklich eine andere Marke sein. Hm. Hätte Spieler nicht einen ungünstig gewählten Namen? Oder an sich, darauf noch irgendwann. Es hat Punkte, also, so hast du halt, sie gehen halt hier mehr auf diese erste Zivilisation ein, diese Isu-General, das Isu-Volk, eine solche Sachen, die man ja schon früher Assassin's Creed immer mal wieder angedeutet hat. Von denen möchte ich gar nichts mehr hören. Das ist alles so ein bisschen, das bringen sie tatsächlich hier ein ganzes Stück weiter voran bisher. Ich habe gehofft, ich die werden nicht mehr auftauchen. Ich hab jetzt ungefähr knapp 40 Stunden investiert und bin bei 45% Hauptfortschritt, also ich habe wirklich eigentlich noch fast gar nichts vom Spiel gesehen und werde wahrscheinlich am Ende so bei 80 Stunden oder so rauskommt, traurigerweise. Mir macht es wirklich, wie gesagt, wirklich sehr viel Spaß, aber ich musste mich davon echt lösen und sagen, dass es Assassin's Creed für mich ist, sondern das könnte für mich auch wirklich einfach nur Odyssey heißen und dann passt das auch. So, Odyssey. Ja. Mario Odyssey könnte das heißen. Ja. Wenn du dir einen Schnauzer verpasst, wäre das vielleicht sogar passen. Und jetzt soll das nächste Assassin's Creed soll ja im Wikinger-Szenario angesiedelt sein, bei den Wikingern. Da weißt du auch schon, dass das genau nicht meine Kritikpunkte angehen wird und wieder mehr zum Assassinen wird, und sondern man wahrscheinlich noch wieder eine riesige nordische Open World haben wird, wieder mit Schiffen und wahrscheinlich kannst du dann auch, weiß ich nicht, hier gegen die riesige Schlange, der Name, den ich gerade einfällt, aus God of War kämpfen. Sebastian. Ich sehe schon das mit der Endkampf in Assassin's Creed Vikings, was weiß ich, wie es heißen wird. Ja, das wird. Vikings darf es nicht heißen, da sagt Amazon Stopp. That's the only thing we have. Das wird super, dann so. Wir haben eine Idee. Also, was für eine Idee? Du wirfst eine Axt und du kannst sie zurückrufen. Also, wow. Aber ich glaube, bei dem Wickeln bekommst du deine Schilde wieder nackt. Ja, ich hoffe es. Weißt du, wenn du dann gegen Jomungand Jennison kämpfst, dass du ein Schild hast, bevor diese riesige Schlange dich da runterschluckt. Alternativ hast du nur so eine riesige Zweihand-Axt. Ja, Gott. So ein Knüppel. Einfach so ein Knüppel. Ja, aber was für Stats hat die? Gute. Plus 5 gegen große Schlange. Nein. Gut. Gut. Mit großen Schlangen kennen wir uns aus. In meiner Hose, warte was. Ich wollte eigentlich einen Sekiro-Witz machen und dann dachte ich, die Vorlage kann ich nicht. Ich mach lieber meine Hosen-Witz. Vorlage kann ich so nicht liegen lassen. Und damit beenden wir es. Cool. Ich weiß gar nicht, was mit der nächsten Episode ist, ob wir die dann noch am Ende dieses Monats hinkriegen oder. Also ich habe schon wieder nichts zu spielen. Ich werde den ganzen Monat einfach nur spielen. Ich wüsste gar nicht, worüber ich reden sollte. Also pass auf. Du hast... Ihr habt noch nicht über Kingdom Hearts 3 gesprochen.
Ja, aber ich habe Aaron meine PlayStation Pro ausgeliehen, damit er Sekiro durchspielen kann. Hältst du ihn nicht einfach deinen Steam-Account? Soll der damit nicht mittlerweile durch sein? Nee, der Typ hat, glaube ich... Ja, der Typ ist immer noch bei dem Flaming Bull. Ja. Weil ich zeige ihm eine Speedrun-Strat. Ja. ich weiß, dass Flash auf jeden Fall über Borderlands The Game of the Year Edition sprechen kann Ende des Monats. Könnte ich. Ich habe auch eine Netflix-Serie letztens geguckt, also vor 2 Tagen oder so. Und habe gedacht, selber? Nee, ich habe Stay Tuned geguckt. Stay Tuned? Das ist eine japanische Serie, wo es um einen Fernsehsender geht, einen lokalen. Hat 5 Folgen oder so, oder 6. Ist ganz witzig. Ich habe die mit Idris Elba geguckt, wo er so einen abgewrackten DJ spielt und dann Nanny für so ein reiches Kind wird. Die war voll kacke. Ich weiß nicht. Ist das so, also, du bist so im Rennen, der nächste James Bond zu werden und, die Serie, und dann produzierst du irgendwie so ein. Den brauche ich. Das brauche ich für meinen Lebenslauf, hat er sich gedacht. Ja, ich habe doch dem aktuellen Bond auch nicht geschadet, dessen Name mir gar nicht einfällt. George Clooney. Tupac. Warum wollte George Clooney eigentlich nie James Bond? David Cage. Weil er zu breit ist. Weil er das nicht braucht. Das sah ja aus wie die Ayman Abdallah. Ich finde das immer super, alle Leute immer so, oh, George Clooney ist so ein sexy Typ. Und ich gucke, also, er ist sehr alt, oder? Beide Leute kommen gut an. Nein, nein. Er kommt nein, gut nein, an. Nein, nein, sein Geld kommt gut an. Gut, dann können wir das mit George Clooney erwähnen. Schaltet auf jeden Fall auch das nächste Mal wieder bei. Ich muss irgendwie dran denken. Bei Grey's Anatomy. Bei Grey's Anatomy. Beim ersten offiziellen deutschen Grey's Anatomy Podcast. Ich bin mir ziemlich sicher, wir wären nicht der Erste. Na Kio, du kennst dich auch mit Podcasts aus. Wie viele deutsche Grey's Anatomy Podcasts gibt es? 2. Das glaube ich dir. Direkt. Ja, gut. Nakia hat sie beide abonniert. Tja, gibt's noch irgendwas Wichtiges zu sagen? Ich glaube nicht, nee. Ich muss dran denken, so einen Skip-Button einzubauen für den Sekiro-Part. Aber ich glaube, das mache ich nicht, weil sonst gibt's nicht mehr so viel Podcast. Nee, mal schauen. Und, die Leute werden es ja wissen, ob es den Knopf gab oder nicht, wenn sie an diesem Punkt hier angekommen sind. Von daher bis nächste Woche. Alle sagen du jetzt auf Wiedersehen Androiden. Und dann ist Finish. Bis nächste Woche? Bis, ja, nächste Woche, weil die Leute gucken die... Alle deinen Stream gucken. Wochenpart. So. Genau, weil die meinen Stream... Natürlich, weil die meinen Stream gucken. Nicht, weil ich mich versprochen habe. Gut. Und dann nächste Woche, nächster Podcast. Tschö. See ya, Leute. Ciao.